Dzień dobry, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Będę dzisiaj gospodarzem i będę prowadził dzisiejsze spotkanie, prezentację plus debatę. Niestety Radosław Gawlik ze Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia nie dojechał do nas. Mieliśmy Państwa przywitać obaj. Niestety prezes EkoUnii nie domógł zdrowotnie i po prostu nie dojedzie do nas z Wrocławia. Więc ja wprowadzę, a później zaprosimy naszych gości zagranicznych do prezentacji. Później będzie 15 minut przerwy, a później będzie debata ekspercka. Całość dzisiejszego spotkania będzie nagrywana, będzie później udostępniona na kanale YouTube, a również będzie z tego spotkania dzisiejszego zrobiony krótki spot, materiał taki filmowy, który będziemy chcieli później prezentować na antenie telewizji publicznej, mówiąc o znakowaniu wolnym od GMO. Tytułem wstępu, naszą kampanię Wolno od GMO, chcę wiedzieć, zaczęliśmy w 2009 roku, czyli jak łatwo sobie policzyć, jesteśmy w 8 roku kampanii. To jest kampania obywatelska, czyli kampania, która wychodzi oddolnie od strony obywateli, konsumentów i próbuje zmienić rzeczywistość. Te kampanie obywatelskie z naszych doświadczeń Instytutu Spraw Obywatelskich po prostu najczęściej wymagają bardzo dużo czasu. Kampanię, którą prowadzimy, na przykład Tiry na Tory, prowadzimy od 1996 roku. I czasami obywatele nas pytają, dobrze, tyle lat, czy są jakieś rezultaty? Ja wtedy zawsze odpowiadam, przypominając sobie naszą wizytę w Szwajcarii, gdzie rozmawiając z naszymi przyjaciółmi z Alpen Inicjatyw, którzy w Szwajcarii walczyli o to, żeby tiry jeździły na platformach kolejowych przez Alpy, spytałem ich, ile oni prowadzą swoją kampanię obywatelską. No i oni odpowiedzieli, że 20 lat im to zajęło. Tak? Więc jeżeli obywatele, w tym przypadku konsumenci, próbują coś zmienić, to jest faktycznie długi marsz, nie jest to sprint. I trochę ta nasza kampania Wolno od GMO, chcę wiedzieć, to pokazuje. Z takich szczególnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu tych 8 lat, to powiem, my oczywiście zrobiliśmy taką, czy robimy taką bardzo rozległą i gruntowną pracę organiczną. To znaczy szereg raportów, analiz, konferencji, debat, spotkań, które są po prostu częścią tej kampanii. Wszystko to służy temu, żeby po prostu z jednej strony zwiększyć wpływ, zwiększyć świadomość obywateli na temat tematu, na temat właśnie kwestii związanych z GMO, a z drugiej strony jest to też rozmowa z decydentami, z politykami, z przedsiębiorcami, ze związkami branżowymi, bo to też się dzieje, tak? Ale również z urzędnikami, a przede wszystkim z posłami. W 2012 roku przekazaliśmy 17 tysięcy podpisów pod petycją, gdzie domagają się obywatele znakowania wolnego od GMO do rządu. Niestety jakby nie było żadnego efektu. Tam wtedy rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u i te nasze działania na 2012 rok po prostu spaliły na panewce, to znaczy politycy nie byli zainteresowani tym, co robimy. Później nastąpiła dobra zmiana, 2015 rok, i postanowiliśmy w związku z nowym układem sił w parlamencie, postanowiliśmy zainteresować parlamentarzystów nowego rozdania.
No i faktycznie tutaj pojawiła się, na początku pojawił się światełko w tunelu, a później to światło robiło się coraz większe. W 2016 roku tutaj minister rolnictwa, pan Jurgiel, 20 bodajże 1 czerwca na stronach Ministerstwa Środowiska pojawiła się taka informacja o tym, że oficjalnie ministerstwo zaczyna pracę nad ustawą o znakowaniu wolnym od GMO. Będziemy o tym jeszcze pewnie w debacie więcej mówić. I to był taki przełom. Również 2016 to klub poselski Kukiz 15, poseł przewodniczący Komisji Sejmowej Rolnictwa, poseł Sachajko, również zgłosił jako klub parlamentarny swoją ustawę. I to były, to są dwa dokumenty w tej chwili, które leżą kolokwialnie na stole i wokół nich rozmawiamy. A właściwie trochę jesteśmy teraz w takim martwym punkcie, to znaczy z różnych przyczyn te ustawy nie są procedowane. Pewnie wyjdzie to w toku debaty, natomiast i tak po tych 7-8 latach działań naszych uważamy, że jest to duży sukces, że w parlamencie, że i w rządzie, i w parlamencie ustawy związane ze znakowaniem wolnym od GMO są, czekają i to dzisiejsze spotkanie jest po prostu kolejnym wydarzeniem w tym długim marszu, żeby po prostu przekonać polityków, przekonać, bo w tej chwili to głównie chodzi o to, że gdzieś na poziomie politycznym jest tutaj decyzja. Wola polityczna jest, natomiast z różnych przyczyn, tak jak powiedziałem, te obie ustawy w tej chwili są w martwym punkcie. Jednocześnie powiem tutaj, w tle pojawiają się różnego rodzaju zdjęcia z naszych wydarzeń, kampanii, akcji. W międzyczasie też takim szczególnym wydarzeniem była kwestia przyjęcia przez Polskę umowy handlowej CETA. My w tamtym roku również w ramach kampanii Wolne od GMO chcę wiedzieć, mocno ten wątek eksploatowaliśmy, to znaczy mówiliśmy o tym, co w tej umowie CETA jest ewentualnym zagrożeniem. Przypomnę dla Państwa, którzy nie kojarzą, ale też dla tych, którzy będą nas później oglądać na YouTubie. CETA to umowa handlowa między Unią Europejską a Kanadą i tam jest też szczególny taki zestaw punktów w tej umowie, który dotyczy organizmów genetycznie modyfikowanych i badań w ogóle nad tymi kwestiami, tak zwanej współpracy regulacyjnej. I ona bardzo mocno odnosi się do kwestii GMO, bo tak jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, no niestety tam konsumenci mimo wielu, wielu lat walki o porządne informowanie konsumentów o kwestiach związanych z GMO, po prostu nie mogą się doprosić od polityków, żeby to znakowanie było czytelne, jasne, komunikatywne. No i my akcentowaliśmy w toku tej kampanii w zeszłym roku, że ta podpisanie umowy CETA po prostu może spowodować otwarcie naszego rynku na GMO. Oczywiście usłyszeliśmy, że nie ma takiego zagrożenia, że są normy odpowiednie w Unii Europejskiej i wszystko to będzie gwarantowało, że konsumenci nie będą narażeni na ewentualne tutaj niedogodności. Natomiast już to, co się dzieje przez ostatni właśnie rok, pokazuje, że wcale tak nie musi być, to znaczy największe epicentrum debaty publicznej wokół CETA to była jesień zeszłego roku, a do tego momentu praktycznie nikt się tym już tematem nie zajmuje, a jednocześnie sądzimy i dostajemy z kuluarów informacje, że lobbyści dużych korporacji jak najbardziej się tym tematem zajmują, tak?
I to jest wyzwanie, że niestety patrząc też na rzeczywistość naszą polską, sytuację mamy taką, że konsumenci, ruch konsumencki jest po prostu słaby. Tak? Ja się uśmiecham z jednej strony, a z drugiej strony jest to naprawdę mocno osłabiające, w jakim stanie mamy ruch konsumencki w Polsce. To znaczy, że po prostu politycy, branża takiej czy innej, ja już tutaj nie wyszczególniam, czy to jest temat GMO, czy jakikolwiek inny, ale po prostu ruch konsumencki, politycy, branża, często urzędnicy robią co chcą, natomiast konsumenci po prostu przyjmują i nie ma po prostu zorganizowanego ruchu konsumenckiego w Polsce. I to jest, na tym przykładzie naszej kampanii to bardzo mocno wychodzi, bo tak ja troszkę złośliwie powiem, ale tak jak, nie wiem, reklamacje w sprawie butów, tak, to jest temat, który co jakiś czas w jakiejś debacie publicznej się pojawia, takiej czy innej. No tak po prostu takie sprawy jak żywność, jak kwestie związane chociażby z glifosatem, jak kwestie właśnie z GMO, no to po prostu jest to temat, którego po prostu nie ma. Nie ma, a z drugiej strony jest to temat wiodący w tych państwach, z których pochodzą nasi goście, czyli na przykład Niemcy, Austria, czy chociażby Francja. Tam ruchy konsumenckie po prostu odpowiednio doprowadziły do sytuacji takiej, że te tematy są debatą, są po prostu poważnymi tematami politycznymi, bo to nie jest jakiś temat społeczny. To jest to, co ląduje na naszych talerzach, to jest temat polityczny, tak? Jeżeli w Austrii są robione referenda w tej kwestii i uczestniczy w ich kilka milionów osób, no to pokazuje, gdzie jesteśmy my w Polsce, a gdzie są konsumenci w Austrii na przykład, tak? Że tam po prostu jest zupełnie inny układ sił. I cieszy nas bardzo, że goście z Austrii i z Niemiec przyjechali do nas i zaprezentują te swoje doświadczenia, bo to jest cenna nauka, tak? My też zdajemy sobie sprawę, że no, jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, to po prostu tamte społeczeństwa są w zupełnie innym miejscu niż nasze. No i my też traktujemy trochę tą naszą kampanię nie tylko tak specjalistycznie i technicznie, koncentrując się na GMO, ale w ogóle jakby podnosimy też ten wątek ruchów konsumenckich i potrzebę tego, żeby ten ruch konsumencki w Polsce był po prostu silny, tak? Bo bez takiego silnego ruchu to po prostu jako naszym zdaniem, jako konsumenci najzwyczajniej w świecie nie możemy się czuć bezpieczni, bo patrząc na kulisy różnego rodzaju ustaw, rozporządzeń i działań, i to niezależnie który rząd rządzi, bo to nie chodzi o to, żeby się jakoś specjalnie odnosić do tej czy innej opcji partyjnej, ale chodzi o jakby takie systemowe patrzenie na ochronę praw konsumentów od 1989 roku do dzisiaj, to jeżeli nie ma tego silnego czynnika społecznego, to po prostu dzieją się naprawdę różne cuda w parlamencie, w urzędach i wtedy po prostu wygrywa niestety ten, kto ma dużo pieniędzy, ten, który wchodzi po prostu, ma silną pozycję, często najczęściej jest to biznes, natomiast ci słabsi po prostu przegrywają, tak? I naszym zadaniem, naszą, tak jak powiedziałem też, oprócz takiego czysto wycinkowego patrzenia na GMO, to też jest taką, tą kampanią próbujemy być takim katalizatorem dla społeczeństwa, dla obywateli. Dobrze, mamy 11:15, więc zapraszam teraz pierwszego gościa. Zapraszam z wystąpieniem eksperckim pana Floriana Febera z Austrii. Prośba do pana jest taka, żeby pan przedstawił się na początku, powiedział o swojej działalności, a później pół godziny na prezentację eksperta. Dziękuję.
Ja, besten Dank, dass ich heute hier ein paar Worte über die Erfahrungen, die wir in Österreich mit der gentechnikfreien Kennzeichnung gemacht haben, geben darf. Ich freue mich immer wieder, in Warschau zu sein, eine wunderschöne Stadt. Und ich freue mich, wenn jetzt auch bei Ihnen in Polen die Idee der gentechnikfreien Lebensmittelkennzeichnung zu keimen beginnt und freue mich, dass ich da vielleicht ein bisschen was dazu beitragen kann, Sie in Ihren Bemühungen zu stärken. Mein Name ist Florian Fahrer, ich bin der Geschäftsführer der AG Gentechnikfrei in Österreich. AG Gentechnikfrei heißt Arbeitsgemeinschaft für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel. Eine Plattform, die sehr breit aufgestellt ist, wo Lebensmittelhandel, Hersteller, Futtermittelindustrie ebenso vertreten ist wie die Zivilgesellschaft über unterschiedliche Verbände, NGOs, Organisationen und die seit mittlerweile 20 Jahren dafür sorgt, dass es in Österreich ein mittlerweile sehr breites Sortiment an gentechnikfreien Lebensmitteln gibt. Vielleicht ganz kurz als Überblick, ich gehe auf einige Punkte dann im Laufe der Präsentation detaillierter ein. In Österreich war das weltweit erste Labeling-System überhaupt, vor 20 Jahren begonnen, als internationaler Pionier, wo es nichts gab, an dem man sich orientieren konnte. Es musste also alles in Österreich entwickelt und erarbeitet werden. Mittlerweile gibt es mehr als 3007 Produkte im Sortiment. Es gibt drei große Branchensegmente: die Milchproduktion, die Frischeierproduktion und die Geflügelproduktion, die vollständig auf gentechnikfreie Fütterung umgestellt sind. Es sind praktisch alle führenden Markenhersteller in Österreich aus dem Lebensmittelbereich mit bei dieser Plattform dabei und nützen das Kennzeichen. Der Lebensmittelhandel ist eine sehr, sehr starke Stütze des Projektes, sehr wichtig, ein sehr starker treibender Faktor. Und das Zeichen, da komme ich auch darauf zurück, genießt eine sehr hohe Glaubwürdigkeit beim Konsumenten. Wie konnte das entstehen? Der Kollege hat vorher schon angesprochen, in Österreich gab es von beim Anfang an sehr, sehr kritische Stimmung gegen die Einführung von GVOs. Manche von Ihnen können Sie sich erinnern, 1996, 1997 sind die ersten GVOs von USA nach Europa gekommen. Es war vor allem Soja, aber auch Tomate. Und da gab es damals schon in Österreich eine sehr, sehr intensive Diskussion in der Zivilgesellschaft, aber auch bei Unternehmen. Das führte zu einer Volksabstimmung 1997. die von 1,23 Millionen Österreichern, also ungefähr ein Viertel der stimmberechtigten Bevölkerung, unterzeichnet wurde, eine Volksabstimmung gegen den Einsatz von Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln. Eine damals extrem emotionale Diskussion, die aber auch eine sehr breite Bandbreite hatte, Zivilbevölkerung natürlich, NGOs, aber auch sehr viele Unternehmen aus dem Lebensmittelbereich, die sich engagiert haben. Das heißt, danach war die Notwendigkeit, wir haben emotionalisiert, es gibt starken Widerstand gegen die Gentechnik, was können wir an Antworten geben? Und in diesem Klima ist dann eine relativ einzigartige Plattform entstanden, die AG Gentechnikfrei, aus Vertretern vom Lebensmittelhandel, Vertreter aus dem Bereich Lebensmittelproduktion, aber auch Biobauern, die immer schon gentechnikfrei gewirtschaftet haben, diverse NGOs, denen das ein Thema war, Konsumentenschutz und Wissenschaft.
und um ein paar Highlights aus den letzten 20 Jahren zu geben, damit Sie auch sehen, was so wichtige Entscheidungsfaktoren und Milestones waren. 1997, wie gesagt, Gründung der Plattform, und wir konnten auf nichts aufsetzen. Es gab keine Gesetze, Vorlagen für gentechnikfreie Produktion. Das heißt, es musste diese Plattform überhaupt erst einmal eine Definition entwickeln, was muss bei Produktion und Kontrolle beachtet werden, um auch tatsächlich gentechnikfrei auslaufen zu können. Es kam damals auch, Pioniere waren immer ein wichtiger Faktor, um so neue Branchen weiterzuentwickeln. Und das Handelshaus Pilstl war ein europaweiter Pionier, weil es über viele Jahre der einzige Importeur von gentechnikfreier Soja aus Brasilien war. Und 1997 schon ist auf eigenes Risiko das erste Schiff aus Brasilien mit gentechnikfreier Soja angekommen. Die Definition, die die AG gentechnikfrei erarbeitet hat, ist dann, und das war sehr wichtig in Richtung Rechtssicherheit für Hersteller, ist sehr bald 1998 in den österreichischen Lebensmittelkodex aufgenommen worden und damit offiziell geworden und hat damit auch den Herstellern, für die das damals ja ein großes Risiko auch war, gentechnikfrei produzieren zu wollen, die entsprechenden Rahmenbedingungen und die entsprechende Rechtssicherheit gegeben. Die ersten Produkte gab es 1998, Bioprodukte. Die ersten konventionellen Produkte kamen dann 1999 auf den Markt, Brot und Backwaren. 1999 war auch wichtig, da ist die Bio-Verordnung 2092-91 verabschiedet worden und auch da wurde erstmals für den Bio-Bereich die Gentechnikfreiheit klar definiert, was die Voraussetzungen sind. Und für die AG gentechnikfrei war das immer Ziel, die Standards für gentechnikfreie Produktion im konventionellen Bereich so nahe wie möglich am Biobereich anzupassen, um hier Konformität zu haben. Pionierbetriebe waren und sind immer ein wichtiger Faktor, um die Entwicklung weiter voranzutreiben. Wir hatten in Österreich eine ganze Reihe von Pionierbetrieben, die mit sehr viel Risiko und durchaus auch mit einigem Widerstand in ihren Bereichen, in ihrer Branche als erster gentechnikfrei produzierten. Tonis Freilandeier und die Tirolmilch. Die Tirolmilch ist eine Molkerei in Tirol. Die haben 2003 ungefähr 10% ihrer Produktionsfläche auf gentechnikfreie Fütterung umgestellt. Tonis Freilandeier die komplette Produktion und hatten natürlich zu diesem Zeitpunkt auch durchaus einiges an Widerstand zu verspüren. Der wesentliche Milestone meines Erachtens, der die Basis gelegt hat, um der gentechnikfreien Produktion auch tatsächlich zum Durchbruch zu helfen, war die EU-Verordnung 1829-2003, die Sie vermutlich kennen, zur Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Produkten mit einer ganz großen Lücke, nämlich der Tatsache, dass Futtermittel, in denen gentechnisch veränderte Rohwaren drinnen sind, nicht gekennzeichnet werden müssen. Und wie wir wissen, die meisten gentechnisch veränderten Rohwaren gehen in Futtermittel hinein. Das wurde dann für viele Hersteller aus dem tierischen Bereich, Hersteller tierischer Produkte, als Chance gesehen, hier tatsächlich ein Differenzierungsmerkmal auch zu finden. Also hat dann 2005 mit der NÖM, die zweitgrößte österreichische Molkerei, ihre komplette Produktion auf gentechnikfrei umgestellt. Und das hat eine Lawine ausgelöst. 6 Monate danach war der Großteil der österreichischen Milchproduktion gentechnikfrei. 2009 gab es auch so einen Pionierbetrieb, der erstmals gentechnikfreies Schweinefleisch auf den Markt gebracht hat. Und dann zwei wesentliche Milestones. 2010
was die komplette Milchproduktion und die komplette Frischeierproduktion, die auf Gentechnik frei umgestellt war, also eine Branchenlösung, und dasselbe 2012 für den Geflügelbereich, Masthühner und Puten. Diese Segmente sind in Österreich nach wie vor gentechnikfrei. Die Entwicklungen hören aber nicht auf. Hier bleibe ich ganz kurz hängen. Ich denke, das ist ein Thema, das uns dann auch in der Diskussion interessieren wird. In den letzten 10 Jahren ist die Gentechnikfreiheit europäischer geworden. Einige andere Länder haben vergleichbare Regelungen. Deutschland vor allem mit einer enormen Dynamik am Markt, aber auch Italien, Frankreich. Das heißt, das Thema, das uns jetzt befasst und wo wir jetzt Lösungen finden müssen, ist hier in die derzeit recht unterschiedlichen Lösungen eine wirkliche Harmonisierung der Standards herbeizuführen, dass Gentechnikfreiheit nicht in Österreich, Deutschland, Frankreich, Slowenien jeweils was anderes heißt. Was sind so die wichtigen Säulen, die aus meiner Sicht notwendig waren und wesentliche Faktoren, dass das Gentechnik-Freiprojekt in Österreich diesen Erfolg auch haben konnte? Auf der einen Seite, es gab immer einen sehr breiten gesellschaftlichen Konsens gegen die Gentechnik in Österreich. Im Rahmen der Zivilgesellschaft ohne dies, Stichwort Volksbegehren 1997, aber auch bei Unternehmen. Der komplette österreichische Lebensmittelhandel hat eigentlich immer gesagt, wir wollen kein einziges Lebensmittel, das als mit Gentechnik produziert, deklariert werden muss, in unseren Regalen haben. Und auch die österreichische Politik ist seit 20 Jahren europäischer Vorreiter, war immer gegen die Weiterentwicklung der Gentechnik, hat sehr früh Anbauverbote für Österreich erlassen und war vor 2 Jahren auch das erste europäische Land, das das Anbauverbot über die Opt-out-Lösung in der Verfassung verankert hat. Also hier eine breite Basis, die es natürlich leicht gemacht hat, dass so ein Projekt entstehen konnte. Zweite wesentliche Säule, es gab von Anfang an einen umfassenden Standard, der sowohl die Produktionsvorgaben als auch die Kontrollvorgaben abgedeckt hat und ein Zeichen propagiert hat, sodass der Markt mit einheitlichen Produkten abgedeckt werden konnte. Das hatte sehr viele einzelne Vorteile. Es gab Rechtssicherheit für die Hersteller, da die Regelung im Kodex verankert war. Parallel aber auch dadurch, dass die Regelung in Österreich kein Gesetz, sondern eine Kodexrichtlinie ist, relativ leicht die Möglichkeiten, den Standard auch weiterzuentwickeln über die Erfahrungen in der Praxis, was natürlich des Öfteren passieren musste in den letzten 20 Jahren. Nur ein gentechnikfreier Standard, das war uns sehr wichtig, von allem Anfang an immer stark an gentechnikfrei im Biobereich gekoppelt und nur ein Label am Markt. Ich kenne aus früheren Jahren noch die Verunsicherung, die die Konsumenten hatten, als es mehrere Biozeichen auf dem Markt gab. Deswegen haben wir hier bei diesem Projekt und hat auch vor allem der Lebensmittelhandel bei diesem Projekt sehr stark darauf geschaut, dass dieses eine Label dasjenige ist, das auch wirklich auf allen Produkten zu finden ist. Im Augenblick 98% der gentechnikfreien Produkte in Österreich verwenden dieses Zeichen. Und die dritte wichtige Säule war, dass es mit der AG Gentechnikfrei, ähnlich wie beim Flock in Deutschland, eine Plattform gab und gibt, die nicht nur das Zeichen vergibt, sondern eine ganz aktive Rolle in der Weiterentwicklung der gentechnikfreien Produktion nimmt. Was sind so die wesentlichen Aufgaben dieser Plattform? Bei so etwas wird sicher auch für Polen sinnvoll und notwendig sein. Einerseits treibende Kraft zu sein bei Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle gentechnikfreier Lebensmittel und Futtermittel in Österreich. Also
in der öffentlichen mitwirken, politische Entscheidungen mit beeinflussen, Lobbyfaktor zu sein, aber auch Mitgliedsbetriebe zu unterstützen, bei der Umstellung Rezepturen zu verändern oder auch immer wichtiger Verfügbarkeit von unterschiedlichen Rohwaren oder Zutaten sicherzustellen. Sage nur Stichwort Soja, da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Und klarerweise Marketing und Kommunikation für das Zeichen entwickeln, um hier sowohl die Bekanntheit als auch vor allem die Glaubwürdigkeit des Zeichens sicherzustellen. Zweite Rolle, und die ist für mich, hat eine zentrale Rolle, dass die Plattform von allem Anfang an so funktioniert hat, dass es eine starke integrierende Kraft hatte, wo eigentlich alle wichtigen Player zum Thema Gentechnik regelmäßig beisammen sind, um Probleme zu lösen in einer sehr lösungsorientierten Art und Weise. Hersteller, Handel, Landwirtschaftsvertreter sowohl aus dem Biobereich als auch aus dem konventionellen Bereich, NGOs, Verbände, Kontrollstellen und auch die Behörden. Das ist wichtig, um immer wieder die vielen auftretenden Probleme bei der Umsetzung bewältigen zu können. Und drittens zu schauen, dass das Zeichen marktorientiert ist. Wir sind ein Verband, der die Wirtschaftsunternehmen vertritt, Hersteller, Futtermittelhersteller, Lebensmittelhandel und deren Interessen auch entsprechend vertritt und unterstützt. Was sind die Voraussetzungen in Österreich, um das Zeichen zu erhalten? Erstens einmal Einhaltung des Produktionsstandards für konventionelle Produkte, die Codex-Richtlinie gentechnikfrei, auf die komme ich dann auch zu sprechen, für Bioprodukte die EU-Bio-Verordnung. Dann braucht es, gibt verpflichtende Kontrolle, einen Kontrollvertrag mit einer akkreditierten Kontrollstelle, ein Kontrollzertifikat, das nicht älter als 3 Monate sein darf und das sich an der auch von der AG Gentechnik frei entwickelten Leitlinie zur risikobasierten Kontrolle für Gentechnikfreiheit orientieren muss. Da sind alle wesentlichen Kontrollabläufe vorgegeben. Lizenzvertrag und Mitgliedschaft bei der AG Gentechnik frei, um das Zeichen nutzen zu dürfen. Die Zeichenverwendung für jedes Produkt muss explizit auch von der AG Gentechnik frei freigegeben werden, sodass wir wissen, welche Produkte auf dem Markt sind. Das führt dazu, dass Hersteller regelmäßig berichten, welche Produkte von ihrer Seite aus als gentechnikfrei gelabelt sind. Sie können das auch nachvollziehen. Auf unserer Website gibt es eine Datenbank, wo man über Produktart oder Hersteller suchen kann und all die 3700 Produkte findet, die am Markt sind. Und die Zertifizierung muss jedes Jahr erneuert werden. Ja, was bedeutet ohne Gentechnik hergestellt? Was sind so die wesentlichen Eckpfeiler der österreichischen Codex-Richtlinie? Lebensmittel, Futtermittel, Zusatzstoffe und Hilfsstoffe dürfen kein GVO und kein GVO-Derivat sein. Sie dürfen auch keine GVO oder GVO-Derivate enthalten. Und das gilt nur für Lebensmittelproduktion, nicht für die Futtermittelproduktion. Sie dürfen auch nicht mit Hilfe von GVO oder aus GVO hergestellt sein. Es gibt für die Fütterung der Tiere, weil nach wie vor ist der Löwenanteil der gentechnikfreien Produktion bei tierischen Produkten zu finden. Es gibt Umstellungszeiten, die definieren, wie lange muss ein Tier gentechnikfrei gefüttert worden sein, um dann auch so vermarktet werden zu können. Das sind, wir haben uns da an der Bioproduktion angelehnt. Für Rindfleisch 12 Monate, für Schweine, Ziegen und Schafe, für die Milchproduktion die gesamte Mastphase, für Tiere zur Milcherzeugung 2 Wochen, für Geflügel zur Eierzeugung 6 Wochen, für Geflügel für die Fleischproduktion muss das Küken ab dem 3. Tag des Lebens gentechnikfrei gefüttert sein
und bei Aquakulturen die gesamte Mastphase hindurch. Heuer neu dazugekommen ist auch eine Regelung für die Imkerei. Bienen, hier gibt es die Vorgabe, dass kein GVO-Anbau in einem Umkreis von 3 Kilometern stattfinden darf. Eine relativ leicht zu erfüllende Regelung, da in Österreich kein GVO-Anbau zugelassen ist. Verunreinigungen sind natürlich ein zentrales Thema, kommen auch in Österreich nach wie vor. Wir haben in Österreich derzeit die Situation, dass ungefähr die Hälfte der Soja, rund 250.000 Tonnen, gentechnikfrei ist, zertifiziert gentechnikfrei, zum Teil aus Brasilien, zum Teil aus Europa. Die zweite Hälfte, rund 250.000 Tonnen, die vor allem in die Schweinefütterung gehen, sind traditionelle Soja aus Brasilien, wo es zu Kontaminationen kommt. Das heißt also, auch wir stellen immer wieder, vor allem in Futtermittelwerken, Verunreinigungen fest. Es gibt Grenzwerte. Grenzwert ist maximal 0,9% pro Zutat in der Richtlinie. Allerdings gilt nur, wenn erwiesenermaßen die Verunreinigung zufällig und technisch unvermeidbar war. Und es gibt in der Codex-Richtlinie, und ich halte es für sehr clever, die Formulierung, das Ziel ist, dass die Verunreinigungen so niedrig wie möglich sein sollen. In der Praxis heißt das, bei der Lebensmittelproduktion gilt in der Kontrolle 0,1%. Und in der Futtermittelproduktion wird jede Verunreinigung zwischen 0,1 und 0,9% muss von Kontrollstelle und Unternehmen untersucht werden, was die Ursache dafür ist. Die Erkenntnis ist, gemischt produzierende Futtermittelwerke, also solche, die gentechnikfreie Futtermittel produzieren und auch andere, haben nach wie vor Probleme. Da gibt es auch nach wie vor Grenzüberschreitungen. Der Weg wird und muss sein, dass es Werke gibt, die eben nur GVO-freie Soja zum Einsatz bringen. Das reduziert die Häufigkeit des Auftretens von Verunreinigungen. Und die Form der Kennzeichnung ist klar geregelt, es hat das Zeichen. Es muss aber auch dabei am Etikett die Referenz des Produktionsstandards stehen, also Codex-Richtlinie oder Bio-Verordnung als Transparenz dem Konsumenten gegenüber. Und es muss die Kontrollstelle genannt werden, um auch zu signalisieren, das Produkt ist kontrolliert. Und für Futtermittel wird in der Regel nicht das Zeichen verwendet, sondern die Formulierung geeignet zur Produktion gentechnikfreier Lebensmittel. Wichtiger Faktor von allem Anfang an, und das kann ich nur jedem Land, das in die Richtung einer gentechnikfreien Kennzeichnung gehen will, empfehlen: Es braucht verpflichtende Kontrollen der Aussage gentechnikfrei. Wir haben das von Anfang an installiert durch externe Kontrollstellen. Das erhöht die Sicherheit und erhöht vor allem die Glaubwürdigkeit in Richtung Konsumenten. Die Kontrollen finden entlang der gesamten Wertschöpfungskette statt, vom Anbau der Soja, des Raps, des Mais bis zum fertigen Produkt, sind im Detail definiert im Leitfaden zur risikobasierten Kontrolle auf Gentechnikfreiheit. Das heißt, ähnlich wie im Biobereich gibt es eine Risikoeinschätzung, die dann definiert, wie häufig die Kontrolle stattfinden muss. Es gibt in dieser Richtlinie einen einheitlichen Sanktionskatalog, einheitliche Checklisten, Kontrollpunkte. Der dient also dazu, dass die Kontrollen durch die einzelnen Kontrollstellen auch in der gleichen Intensität stattfinden. Plus die AG Gentechnikfrei macht laufend auch eigenständige Überkontrollen, um hier noch einmal dafür zu schauen, dass einheitlich kontrolliert wird und die Standards hoch sind. Und wir haben auch, das ist sehr wichtig, wenn man da so Entwicklungen nachvollziehen kann, eine Datenbank, in die alle Futtermittelwerke die Ergebnisse ihrer eigenen Analysen einspielen, sodass man sieht, wie es sich
über die Saison weg oder über die Regionen weg. Hier vielleicht nur ganz kurz die Darstellung der Kontrolle in der Praxis. Futtermittelhersteller und Produkthändler, die Sojalose oder Futtermittellose verkaufen, werden mindestens einmal im Jahr kontrolliert. Die Rezepturen werden da angeschaut, der Mengenfluss wird angeschaut, die Frequenz, Anzahl, Zeitpunkt und Ergebnisse der Analysen. Bei den Milchbauern, das ist jetzt ein Beispiel der Milchproduktion, bei den Milchbauern gibt es für sämtliche Bauern einer Molkerei eine hundertprozentige Erstkontrolle, wo man die Risikoeinstufung des Betriebs anschaut, weil ein Betrieb, der nur Milchkühe hält und damit nur gentechnikfreies Futter verwendet, hat natürlich ein geringeres Risiko als ein Betrieb, der vielleicht Milchkühe hat und dann konventionell gehaltene Schweine und damit auch am Hof mit seinen eigenen Futtermitteln für Verunreinigungen oder Vermischungen sorgen kann. Also diese Risikoeinstufung ist ein wesentlicher Faktor, wie häufig ein Betrieb dann auch kontrolliert wird. Es werden alle Futtermittel am Hof kontrolliert, die Rezepturen und vor allem der Mengenfluss. Stimmen Input und Output oder wurde da vielleicht irgendetwas beschafft, was nicht im System dokumentiert wird. Die Molkereien werden auch einmal jährlich kontrolliert, vom Transport über Verarbeitung, Verkauf, Verpackung, um hier wirklich auf allen Ebenen auch Sicherheit zu haben. Und für den Konsumenten sieht das dann so aus. Ich zeige Ihnen hier so ein paar Beispiele, die wir am österreichischen Markt haben. Sehr viele Milchprodukte, auch sowas wie Sojamilch, viel Joghurtprodukte auch, wobei das vor allem Naturjoghurt ist. Bei Fruchtjoghurt ist es ein bisschen schwieriger, weil bei den Fruchtzubereitungen sind noch nicht so viele gentechnikfreie Mischungen auf dem Markt, aber das wird sich auch entwickeln. Hier haben wir Kartoffelpüree, Eier, Brot, Topfen, Käse, verschiedenste Fleischsorten, vor allem natürlich Geflügel, aber auch im Qualitätssegment Schweine- und Rindfleisch, Frühstücksflocken, Süßigkeiten, Butter, Speisemais als wichtiges Produkt, klarerweise, weil gentechnisch veränderter Mais am Markt ist, aber auch zum Beispiel Speisesoja. Und bei Futtermitteln ist es eben, wie gesagt, in der Regel so, dass die Information ist geeignet zur Herstellung von gentechnikfreien Lebensmitteln. Es gibt manche Futtermittelwerke, die auch das Zeichen verwenden. Das geht aber nur, wenn die Lieferung unter 0,1% Verunreinigung aufweist. Ja, vielleicht noch ein paar Erfolgsfaktoren. Was war aus meiner Perspektive wichtig, um dieses System wachsen zu lassen und zum Erfolg zu führen? Es war wichtig, hier auch das Signal zu geben, hier entsteht eine neue Qualitätsschiene zwischen Bioproduktionen und normaler Produktion. Und das konnte sich wirklich als USP und Markenzeichen für österreichische Produkte sowohl am heimischen Markt als auch in den Exportmärkten als starkes Merkmal etablieren. Sehr wichtig war von allem Anfang an die volle Einbindung aller relevanten Stakeholder. Gentechnik ist ein heikles, komplexes Thema und hier laufenden Dialog und gemeinsamen Austausch zu führen, war für uns extrem wichtig. Pionierbetriebe waren immer wichtig, also einzelne Betriebe, die gesagt haben, wir probieren das jetzt und sind die Ersten in unserem Segment, aber die dann auch daran gearbeitet haben, Branchenlösungen herbeizuführen, so wie wir es jetzt bei Milch, Fleisch und Eiern haben. Der Lebensmittelhandel war von Anfang an ein starker Treiber, der dafür gesorgt hat, dass neue und weitere Produkte auf den Markt kommen. Und wir haben dafür gesorgt, wie schon erwähnt, dass es von allem Anfang an nur ein Label auf dem Markt gibt, um hier Verwirrung der Konsumenten auch entgegenzuwirken. Ja, was ist der Nutzen? Damit komme ich dann auch schon zum Schluss. Für Konsumenten gibt das Zeichen, das sehr bekannt ist, wirklich eine glaubwürdige
Information über den Qualitätsstandards, der hier eingehalten wurde, der dahinter dem Produkt steht, in der notwendigen Transparenz, mit aller Rückverfolgbarkeit und eben durch externe Kontrollstellen bestätigt. Also nicht nur ein Hersteller, der sagt, mein Produkt ist gentechnikfrei, sondern auch ein externer Experte, der das bestätigt. Das Zeichen hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Mittlerweile 61% der Konsumenten kennen das Zeichen, damit ist es unter den Top 5 der österreichischen Qualitätszeichen und für mich viel wichtiger, eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit. 74% der Konsumenten halten das Zeichen für glaubwürdig, damit sind wir Top 3. Aber auch Gentechnikfreiheit ist in Österreich und ich denke in vielen anderen Ländern auch ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung. 64% der Konsumenten sagen, gentechnikfreie Produktion ist ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung. Zum Vergleich, frische 72%, hohe Qualität 55%, österreichische Produktion 52%. Man muss sowas immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, klarerweise Marktforschung, aber das sind schon wichtige Zahlen. Und 64% der Konsumenten meinen, das Zeichen ohne Gentechnik hergestellt ist ein wichtiger Kauffaktor für sie. Und last but not least, was ist der Nutzen, den Hersteller und Verarbeiter daraus ziehen können? Einerseits, es gibt eine klare, gut erprobte, gut funktionierende Rahmenbedingungen für die Kennzeichnung. Das heißt, jeder weiß, es ist machbar. Es sind aber auch, darauf haben wir von Anfang an geschaut, die Anforderungen richtig dimensioniert. Einerseits streng und glaubwürdig, sodass die Konsumenten auch wirklich diese Glaubwürdigkeit erzielen können. Andererseits aber auch praktisch, praktikabel und realistisch umsetzbar in der Produktion. Also Stichwort Grenzwerte, die eine realistische Produktion ermöglichen und nicht schwieriger machen. Wir haben festgestellt, die regionale Produktion ist durch die gentechnikfreie Kennzeichnung gestärkt worden. Einerseits in den letzten Jahren ist der Sojaanbau in Europa und Österreich gestiegen. Die Abhängigkeit von brasilianischem Soja kann reduziert werden. Aber es werden auch verstärkt traditionelle heimische Eiweißträger, gerade bei Futtermitteln, eingesetzt, wie Linsen, Sonnenblumen oder Raps. Es ist Gentechnikfreiheit als starkes Qualitätsmerkmal für österreichische Produkte auch wirklich anerkannt, was dazu geführt hat, dass es sehr viele Erfolgschancen gibt, speziell nach Deutschland. Der Export von österreichischen Lebensmitteln nach Deutschland hat sich mehr als verdoppelt, aber auch nach Italien. Und das wird schon so als Qualitätsvorteil im europäischen Markt gesehen. Und unsere Erkenntnis war auch, die Branchenlösungen, dort wo es eine Branche geschafft hat, das als gemeinsamen Branchenstandard zu verankern, schaffen dann auch Verleichterungen. Das erleichtert die Futtermittelbeschaffung, reduziert Kontrollen, weil die Qualitätsstandards auf größerer Breite eingehalten werden, macht die Logistik einfacher, die Kontrolle einfacher und auch die Vermarktung einfacher. Und last but not least, das gilt, glaube ich, nicht nur für Österreich, sondern auch für viele andere Länder, gentechnikfreie Produkte sind Produkte, die sowohl vom Konsumenten als auch vom Lebensmittelhandel verlangt werden und gewünscht werden und sich gut verkaufen. Und das war für uns einer der treibenden Faktoren. Und damit vielen Dank, Chiguye, dass ich Ihnen hier ein bisschen was von unseren Entwicklungen darstellen konnte. Und ich hoffe, wir haben nachher noch Gelegenheit, darüber auch zu diskutieren. Bardzo panu dziękuję. Teraz zapraszam pana Aleksandra Hestinga z Niemiec, Fistinga, przepraszam, do zaprezentowania swojej. Von meiner Seite vielen Dank für die Einladung, dass ich zu Ihnen zu dem Thema der ohne Gentechnik Kennzeichnung sprechen kann
und Ihnen die Erfahrungen aus Deutschland mitteilen kann. Und vielleicht sind Sie ja für die Entwicklung eines Systems in Polen von Nutzen. Ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Geschäftsführer beim Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Ich bin von meiner Ausbildung her Landwirt und Agraringenieur und beschäftige mich seit etwa 25 Jahren mit dem Thema der Genschnittfreiheit in Lebensmittel und Landwirtschaft. Wie in Österreich auch, wie auch in den meisten Ländern in Europa, ist der Großteil der Bevölkerung in Deutschland sehr, sehr kritisch gegenüber dem Einsatz der Gentechnik in der Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft. Und da spielt es eigentlich auch gar keine Rolle, ob die Umfrage von Greenpeace oder von Nestle durchgeführt wurde. Die Ablehnungsrate liegt eigentlich immer etwa zwischen 70% und 80% der Bevölkerung. Umso ärgerlicher ist es, dass wir, wie auch Florian Faber schon gesagt hat, mit der Europäischen Kennzeichnungsverordnung 1829/2003 zwar eine, man kann sagen, weltweit fortschrittlichste Genschnittkennzeichnung haben, aber eben mit der entscheidenden Lücke, dass tierische Produkte nicht gekennzeichnet sein müssen, auch wenn die Tiere mit gentechnisch verändertem Futter gefüttert wurden. Für eine Änderung dieser Regelung gab es zwar auch immer viel Zuspruch aus der Zivilgesellschaft, aber eine Änderung ist politisch auf europäischer Ebene nicht durchsetzbar. Es gibt keine Mehrheiten in der EU, wirklich diese europäische Kennzeichnungsverordnung zu ändern, um auch tierische Produkte mit einzuschließen. Aus dem Grund hat die deutsche Bundesregierung 2008 sich dafür zu entschlossen, eine freiwillige ohne Genschnittkennzeichnung einzuführen. Im Grunde als eine zweitbeste Lösung. Auch aus unserer Sicht, muss ich sagen, ist die ohne Genschnittkennzeichnung eine zweitbeste Lösung. Besser wäre es wirklich, die mit Genschnittkennzeichnung in Europa anzupassen, auch die tierischen Produkte mit einzuschließen. Aber bis das erfolgt ist, ist die ohne Genschnittkennzeichnung eine sehr gute und eine sehr praktikable zweitbeste Lösung. Das Gesetz, das in Deutschland in Kraft getreten ist 2008, heißt EG Gentechnik-Durchführungsgesetz. Ich hoffe, dafür gibt es eine passende polnische Übersetzung. Im ersten Schritt hat sich erstmal ein Arbeitskreis aus interessierten Unternehmen, aber auch NGOs zusammengetan und eine Art Plattform gebildet, wie auch in Österreich, um diesem neuen Gesetz Leben einzuhauchen, um überhaupt zu diskutieren, wie kann man jetzt tatsächlich auch dieses Gesetz in die Lebensmittelpraxis überführen. Und eine der ersten Forderungen dieses Arbeitskreises war an das Bundesministerium für Landwirtschaft gerichtet, das Ministerium soll doch bitte ein einheitliches Zeichen schaffen. Es ist ja schön, schon mal eine gesetzliche Grundlage zu haben, aber der Gesetzgeber hat eben kein einheitliches Zeichen vorgesehen, sondern hat nur den Begriff ohne Gentechnik geschützt. Und diesem Wunsch ist die damalige Bundesministerin Frau Ilse Aigner auch nachgekommen und hat dieses Zeichen geschaffen. Aber es ist nur ein Angebot an die Wirtschaft. Das Zeichen ist nicht vorgeschrieben, wenn man Lebensmittel ohne Gentechnik kennzeichnet, aber weil es natürlich einen höheren Wiedererkennungswert hat, wenn es nur ein Zeichen gibt, sind ähnlich wie in Österreich bestimmt 95% der Produkte am Markt tragen dieses Zeichen. Es gibt noch einzelne Hersteller mit einem eigenen Zeichen, aber es spielt keine große Bedeutung am Markt. Aber wichtig ist zu wissen, dass dieses Zeichen, anders als in Österreich, auch im Besitz der Bundesregierung ist. Und die Bundesregierung wollte dieses Zeichen nicht selber vergeben an die Lebensmittelindustrie, sondern hat einen Verband gesucht, der dieses Zeichen im Auftrag der Bundesregierung an interessierte Unternehmen weitergibt.
Und aus dem Grund hat sich dann 2010 auch der Verband Lebensmittel ohne Gentechnik gegründet. Seitdem hat sich der Flock, wie wir es nennen, sehr rasant entwickelt. Wir haben heute über 600 Mitglieder und Lizenznehmer für das ohne Gentechnik-Zeichen. Zusammen erwirtschaften diese Unternehmen einen Gesamtjahresumsatz von über 200 Milliarden Euro. Daran sieht man schon, das sind nicht nur kleine Unternehmen, die bei uns engagiert sind, sondern es ist eine sehr große Bandbreite, wirklich vom Nebenerwerbs-Hobby-Imker bis zu den großen Supermarktketten wie Lidl, Aldi, Rewe und Edeka. Und dazwischen ein Großteil der Molkereien, vor allem auch die großen Molkereien, fast alle Eierhändler, Eiervermarkter, fast alle Geflügelfleischvermarkter sind engagiert im Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Der Flock hat im Grunde zwei Haupttätigkeitsfelder. Das eine, hatte ich schon erwähnt, ist die Vergabe des Siegels. Aber allen voran sind wir eigentlich erstmal eine Interessensvertretung. Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder gegenüber Politik, gegenüber der Zivilgesellschaft, gegenüber Medien oder auch anderen Wirtschaftsbeteiligten, versuchen günstige Rahmenbedingungen zu schaffen für die ohne-Gentechnik-Produktion und eben, wie gesagt, wir vergeben Lizenzen für das ohne-Gentechnik-Siegel. Letztes Jahr haben wir noch ein weiteres Zeichen hinzugenommen, ein Zeichen, das speziell gedacht ist für die Kennzeichnung von Futtermitteln. Futtermittel, die geeignet sind für die Herstellung von ohne-Gentechnik gekennzeichneten Lebensmitteln. Weil die Bundesregierung wollte nicht, dass dieses Zeichen auf Futtermittel eingesetzt wird. Und es gab aber ein großes Bedürfnis in der Futtermittelindustrie, die Tauglichkeit ihres Futtermittels für die ohne-Gentechnik-Produktion sichtbar zu machen. Und aus dem Grund hatten wir dann uns entschlossen, dieses Zeichen zu schaffen. Ein paar Worte zur aktuellen Marktlage in Deutschland. Und da gibt es sicherlich sehr viele Parallelen zu Österreich, nur dass wir etwas später gestartet sind und jetzt dafür umso schneller uns beeilen müssen, um die Marktentwicklung unseres großen Vorbildes in Österreich auch aufzuholen. Auch in Deutschland ist der Lebensmitteleinzelhandel ist die treibende Kraft hinter der ohne-Gentechnik-Kennzeichnung. Der Bundesverband des deutschen Lebensmitteleinzelhandels hat 2015 ein Positionspapier veröffentlicht, in dem klar gesagt wurde, dass man langfristig alle tierischen Lebensmittel, die unter den Marken des Lebensmitteleinzelhandels verkauft werden, aus einer gentechnikfreien Produktion stammen sollen. Das war erstmal eine klare Ansage und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber die Supermärkte machen ihre dieses Versprechen, das sie gegeben haben, versuchen es auch in die Tat umzusetzen und versuchen wirklich eine Branche nach der anderen umzustellen auf eine ohne Gentechnik-Produktion. Aktuell haben wir, also das sind Zahlen vom 1. September, im Grunde sind sie schon wieder überholt. Wir haben heute über 7000 Produkte mit dem ohne Gentechnik-Siegel auf dem Markt in Deutschland. Und auch ähnlich wie in Österreich sind die Milchprodukte, Fleisch- und Wurstwaren und hier ganz insbesondere das Geflügelfleisch und Eier sind die tragenden Säulen, die etwa 3/4 der ohne gentechnik Produkte ausmachen. Alles andere sind wirklich Nischenbereiche. Wenn wir uns anschauen, wie hoch der Wert dieser Artikel ist oder wie hoch die Umsätze mit ohne Gentechnik-Produkten sind, schauen wir uns am besten diese rechte Spalte an. Also was Sie hier links sehen, ist im Grunde sind dieselben Zahlen, die ich Ihnen gerade eben auf der letzten Folie gezeigt habe. Und wenn wir uns die Umsätze mit ohne Gentechnik-Artikeln anschauen, insgesamt werden in Deutschland etwa 4,6 Milliarden Euro umgesetzt mit ohne Gentechnik gekennzeichneten Lebensmitteln. Und hier machen die Milchprodukte 57% der ohne Gentechnik-Artikel aus. Also 2,6 Milliarden Euro werden umgesetzt mit ohne Gentechnik gekennzeichneten Milchprodukten. Und aber auch dann hier ist dann eben das Geflügelfleisch und die Eier sind die anderen wichtigen Bereiche. Und wir sehen,
die sonstigen Produkte, die vorhin zwar noch ein Viertel der Produkte ausgemacht haben, sind aber bei dem monetären Umsatz verschwindend gering. Also 95% des Umsatzes werden mit drei Warengruppen gemacht: Milchprodukte, Geflügelfleisch und Eier. Wir hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren noch etwas diversifiziert. Es gibt auch schon Ankündigungen des Lebensmitteleinzelhandels im Bereich der Fleischprodukte, sowohl Rindfleisch als auch Schweinefleisch, voranzugehen. Es gibt einzelne kleine Nischenbereiche, die sind auch heute schon gekennzeichnet ohne Gentechnik, und hier werden wir sicherlich 2018 auch noch weitere Anbieter und weitere Produkte auf dem Markt sehen. Insbesondere Schweinefleisch ist natürlich vor dem ökologischen Hintergrund sehr wichtig, weil das in Deutschland geht das meiste Sojaschrot, das importiert wird oder das verfüttert wird, geht in die Schweineproduktion. Deutschland verfüttert etwa im Jahr 4,5 Millionen Tonnen Sojaschrot und 2,6 Millionen Tonnen davon gehen in die Schweinefütterung. Von daher, wir haben als Organisation natürlich nicht nur den Anspruch, die ohne-Gentechnik-Kennzeichnung voranzutreiben, sondern der Grund, warum es überhaupt die ohne-Gentechnik-Kennzeichnung gibt, ist natürlich auch, um dem Verbraucher eine Möglichkeit zu geben, einen Einfluss auszuüben auf den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen und diesen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen weltweit zurückzudrängen. Und aus dem Grund ist es natürlich dann auch wichtig, gerade auch in der Schweinemast Fortschritte zu erreichen, damit wir den Großteil des immer noch gentechnisch veränderten Sojaschrots in Deutschland hier auch in einer gentechnikfreien Qualität bekommen. Zu den Voraussetzungen für die ohne Gentechnik Lebensmittelproduktion. Wie gesagt, es gibt ein Gesetz, das mit einem schrecklich langen Namen, kurz ist es das EG Gentechnik Durchführungsgesetz. Und wen es interessiert, das Gesetz ist in allen EU-Sprachen auf der Homepage der EU-Kommission publiziert, als es notifiziert wurde. Hier kann man sich es irgendwie anschauen. Ich glaube, die Folien werden im Nachgang sicherlich Ihnen zur Verfügung gestellt und dann können Sie auch den Link abrufen und müssen ihn jetzt nicht abschreiben. Das Gesetz ist relativ knapp und überschaubar. Im Grunde sagt das Gesetz, dass Lebensmittelzutaten, die hergestellt sind aus gentechnisch veränderten Organismen, nicht ohne Gentechnik gekennzeichnet werden können oder für die Herstellung von ohne Gentechnik Lebensmittel eingesetzt werden können. Ist eigentlich auch sehr nachvollziehbar. Aber es geht eben noch weiter, das ist wichtig, dass auch Verarbeitungshilfsstoffe dürfen nicht hergestellt sein durch gentechnisch veränderte Mikroorganismen. Das betrifft zum Beispiel bei der Käseproduktion das Lab-Enzym. Es darf eben nicht hergestellt sein aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen, oder auch wenn wir über Aromen oder Vitamine sprechen, dann spielt das eine große Rolle. Hier hat man sich auch gekoppelt an die EU-Bio-Verordnung, wenn es um diese Definition geht, der Herstellung durch gentechnisch veränderte Mikroorganismen. Und natürlich ganz wichtig, bei den Vorgaben für tierische Lebensmittel wird vorgegeben, dass diese Tiere kein Futtermittel fressen dürfen, das gekennzeichnet ist nach der Verordnung 1829 und 1830/2003. Wie schon gesagt, diese EU-Kennzeichnungsverordnung für gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel verlangt zwar, dass die Futtermittel gekennzeichnet sind, die tierischen Produkte aber nicht mehr. Und wenn man seine Lebensmittel ohne Gentechnik kennzeichnen möchte, ist die Kernanforderung, dass das Futtermittel, das eingesetzt wurde, eben nicht gekennzeichnet ist als gentechnisch verändert. Eigentlich relativ überschaubar, relativ einfach, weil der Landwirt kann die Einhaltung dieser Vorgabe sehr leicht kontrollieren. Wenn er Futtermittel geliefert bekommt, bekommt er einen Lieferschein, und wenn auf den Zutaten, wenn das Sojaschrot zum Beispiel gentechnisch verändert wäre, müsste dort stehen, in Klammer oder mit Sternchen, hergestellt aus gentechnisch veränderten Sojabohnen. Und wenn dies nicht draufsteht auf dem Lieferschein, dann ist das Futtermittel geeignet für die ohne Gentechnik Lebensmittelproduktion. Also ist eigentlich
eine relativ überschaubare Vorgabe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für den Futtermittelhersteller, muss er entsprechende Sorgfalt walten lassen, damit sein Futtermittel nicht gekennzeichnet sein muss. Aber diese Verordnung gibt es seit, geschrieben ist sie in 2003, veröffentlicht in 2004. Von daher, diese Verordnung ist auch bekannt in der Futtermittelindustrie. Und es war sicherlich sehr sinnvoll, dass man sowohl in Österreich als auch dann in Deutschland aufbaut auf dieser Verordnung und nicht einen neuen Grenzwert schafft für genschnittfreie Futtermittel. Und wie Florian Faber auch schon gesagt hat, in dieser Verordnung ist geregelt, dass es eine Toleranz gibt für Verschleppungen je Zutat für zufällige und technisch unvermeidbare Verschleppungen. Diese Futtermittel müssen, wie auch in Österreich, innerhalb bestimmter Fütterungsfristen eingesetzt werden. Und die sind leider etwas anders, sehr ähnlich wie in Österreich, aber eben nicht ganz genauso. Bei uns, der Gesetzgeber sagt, dass Rinder zur Fleischproduktion 12 Monate, aber mindestens ein Dreiviertel des Lebens genschnittfrei gefüttert sein müssen. Bei den milchproduzierenden Tieren sind es zum Beispiel 3 Monate, also bei Milchkühen, bei den Eiern 6 Wochen, bei Geflügelfleisch 10 Wochen. Sicherlich ähnlich, aber eben nicht ganz genau gleich wie in Österreich. Als das Bundesministerium uns gebeten hat, die Lizenzen für das Ohne-Genschnitt-Siegel zu vergeben, haben wir uns entschlossen, einen Zertifizierungsstandard zu gründen, und um sicherzustellen, dass die Produkte, die wir lizenzieren, auch tatsächlich ohne Genschnitt hergestellt sind. Das Bundesministerium hat das im Gesetz erstmal nicht vorgesehen. Und das war sicherlich, am Anfang wurde das Zeichen, sag ich mal, mit sehr viel Vertrauensvorschuss an die Unternehmen weitergegeben. Aber das funktioniert natürlich auf lange Sicht nicht mehr. Und zwar ist wichtig, dass wir die Glaubwürdigkeit des Ohne-Genschnitt-Siegels erhalten, indem es tatsächlich auch nur an Unternehmen gegeben wird oder für Produkte vergeben wird, die von unabhängiger Stelle zertifiziert sind nach einem Zertifizierungsstandard, den wir zusammen mit sehr vielen Branchenteilnehmern geschaffen haben. Es war ein längerer Prozess, an dem wirklich viele Experten mitgewirkt haben aus der Futtermittelindustrie, von Zertifizierungsstellen, von der lebensmittelverarbeitenden Industrie, aber auch von Behördenseite. Und dieser Standard wird auch kontinuierlich weiterentwickelt, aber da komme ich gleich nochmal zu. Wichtig ist eben dieser Standard einerseits als eine Produktionshilfe für Unternehmen. Sie können sich danach orientieren, wenn sie ohne Genschnitt produzieren wollen, ganz unabhängig davon, ob sie unser Zeichen nutzen wollen oder nicht. Dieser Standard ist kostenfrei auf unserer Homepage erhältlich. Und vor allem eben aber auch soll es eine Vereinheitlichung sein der Kontrollen der ohne Genschnitt Produktion. Der ohne Genschnitt Standard enthält Vorgaben für alle Produktionsstufen, und es ist zwar grundsätzlich eine Prozesskontrolle, aber die zusätzlich gestützt wird durch Gentechnikanalysen, also durch PCR-Analysen. Natürlich nur dort, wo es auch technisch möglich ist. Ich kann bei der Milch nicht mehr analysieren, ob die Kuh gentechnikverändertes Futtermittel gefressen hat, aber im Futtermittelwerk und auf dem landwirtschaftlichen Betrieb kann ich natürlich entsprechende Kontrollen durchführen. Die Kontrollen sind jährlich, mit der kleinen Ausnahme im Bereich Landwirtschaft, wenn wir dort eine Gruppenzertifizierung haben. Also gerade Lizenznehmer mit sehr vielen Lieferanten, wie zum Beispiel Molkereien, die ein paar hundert oder ein paar tausend Milchlieferanten haben. Dort ist eine Gruppenzertifizierung möglich. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dort wird je nach Risikoklasse steht die Möglichkeit, dass diese Landwirte nur alle 3 Jahre durch ein Vorort-Audit kontrolliert werden. Der Flock-Standard schreibt auch eine genaue Anzahl der Analysen vor, die gemacht werden müssen von den Futtermitteln auf den einzelnen Stufen, und ab 1.1. nächsten Jahres geben wir auch genaue Vorgaben für die Analyse, weil man
Eine Analyse, eine Gentechnik-Analyse ist ja nicht gleich Gentechnik-Analyse. Man kann, wenn man will, nach 10 verschiedenen Mais- und Sojasorten suchen, oder man kann auch sich nur, man kann auch nur 2 Sojasorten raussuchen, und natürlich bekommt man dann ein anderes Ergebnis. Deswegen war es für uns auch wichtig, dass wir die genauen Analysevorgaben machen und diese harmonisieren, und damit wirklich auch Analysen miteinander vergleichbar sind, die eben ohne Gentechnik-System vorgenommen werden. Wichtiger Teil des ONE-Gentechnik-Standards ist, dass alle Auditoren von unabhängigen Zertifizierungsstellen auch durch uns geschult werden. Vielleicht ist es wichtig, an dem Punkt zu erwähnen, dass wir haben inzwischen über 40 Zertifizierungsunternehmen, die nach dem FLOC-Standard arbeiten, unter anderem auch in Polen. Und die Auditoren müssen alle 2 Jahre geschult werden, um den Standard zu kennen und auch die Neuerungen immer mitzubekommen, die im Bereich der ONE-Gentechnik-Produktion relevant sind. Und der Standard wird derzeit jährlich geändert, wird durch eine Expertengruppe ständig weiterentwickelt, um Erfahrungen aus der Praxis mit einzubeziehen in den Standard, beziehungsweise auch Vorgaben für neue Branchen reinzunehmen. Zum Beispiel werden wir im Laufe dieses Jahres unsere Vorgaben für den Bereich der Zertifizierung im Bereich Schwein und Rind etwas anpassen, weil der bisherige Standard sehr stark auf die Milchbranche eigentlich abzielt. Und hier gibt es ein paar Änderungen, die aus unserer Sicht notwendig sind. Wenn wir über die Landesgrenzen hinausschauen, auf die europäischen Herausforderungen im Bereich der ONE-Gentechnik-Kennzeichnung, haben wir derzeit folgende Situation, dass diese dunkelgrünen Länder sind Länder, in denen es bereits ONE-Gentechnik-Kennzeichnungssysteme gibt. Die etwas hellgrüneren, also zum Beispiel Polen und Kroatien, Länder, in denen man an Regelungen arbeitet. Und diese magenta- oder pinkfarbenen Länder sind Länder, in denen die ONE-Gentechnik-Kennzeichnung teilweise verboten wird oder es zumindest Regelungen gibt, die sie so unpraktikabel machen, dass man sie eigentlich nicht einsetzen kann. Und alle anderen Länder haben keine spezifischen Regeln zur ONE-Gentechnik-Kennzeichnung. Hier gilt letzten Endes das allgemeine Lebensmittelrecht, das zu beachten ist. Also wir haben hier einen großen Flickenteppich auch, weil all diese Länder, also diese 9 Länder, die jetzt schon eine Regelung haben, haben alle etwas leicht unterschiedliche Regelungen. Die sind in sich gesehen alle seriös, man kann denen allen vertrauen, aber sie sind halt alle geringfügig unterschiedlich. Und das macht es natürlich besonders schwer, wenn wir an den grenzüberschreitenden Handel denken. Und der wird auch in Deutschland immer wichtiger. Wir haben immer mehr Produzenten aus dem europäischen Ausland, die für den deutschen Markt produzieren, oder auch umgekehrt Unternehmen in Deutschland, die gerne ONE-Gentechnik-Artikel in andere Länder exportieren möchten. Und hier ist es wirklich ein sehr großes Hindernis, dass die Regeln der einzelnen Länder etwas unterschiedlich sind. Wir schon seit längerem versuchen wir, so gut es geht, mit Österreich zu kooperieren, indem wir zum Beispiel die Kontrollen, die gemacht werden, gegenseitig anerkennen. Also die Zertifizierungsleistung erkennen wir an, aber wenn natürlich die Gesetzgeber unterschiedliche Fütterungsfristen vorschreiben, dann können wir uns nicht darüber hinwegsetzen, dann sind dort wieder zusätzliche Zertifizierungsleistungen notwendig. Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, Regelungen innerhalb der EU zu harmonisieren. Am solidesten wäre sicherlich, wenn wir eine Harmonisierung auf europäischer Ebene hätten, wenn die EU eine Gesetzgebung selber veröffentlichen würde über die ONE-Gentechnik-Kennzeichnung. Dann würde die für alle Länder gelten. Es gibt keine Schwierigkeit mit dem grenzüberschreitenden Handel, aber im Moment sieht die EU-Kommission hier keinen Bedarf. Und das ist schon etwas skurril, denn sie hat vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht, sehr groß angelegte Umfrage in ganz Europa zur ONE-Gentechnik-Kennzeichnung,
Und fast alle befragten Stakeholder haben gesagt, wir hätten gerne eine Harmonisierung. Eine Harmonisierung wäre wichtig. Das hat die EU-Kommission auch so veröffentlicht, hat dann aber noch dazu gesagt, alle sagen, es sei wichtig, aber wir sind trotzdem dagegen, weil, und das ist schon ein sehr skurriles Argument, weil der grenzüberschreitende Handel derzeit noch nicht so groß ist, dass sich es lohnen würde, Kriterien zu harmonisieren. Das war die Argumentation der EU-Kommission. Das ist insbesondere interessant, weil man in sehr vielen anderen Bereichen Handelsabkommen schließt, um Kriterien und Regelungen zu harmonisieren, um den Handel zu befördern. Aber hier hat man gesagt, der Handel muss erst da sein, um dann zu harmonisieren. Und, aber letzten Endes war es eine faule Ausrede. Die EU-Kommission drückt sich um das Thema der Gentechnik, ist auf der politischen Ebene in vielen Ländern und eben auch in der EU immer ein heißes Eisen, und das möchte man nicht anfassen. Es gibt natürlich die Möglichkeit der privatwirtschaftlichen Vereinbarung. Also wie gesagt, wir haben zum Beispiel die Zertifizierungsleistung aus Österreich, erkennen wir an, aber wir können natürlich die Kriterien nicht genau harmonisieren. Theoretisch könnte man natürlich mit der Lebensmittelindustrie in Österreich und der deutschen Bundesregierung sich einigen auf einheitliche Kriterien, aber das ist natürlich immer die Frage, wer passt sich dann wem an? Welche Regeln sollen zukünftig gelten? Und wenn wir eine Einigung mit 9 oder 10 oder 11 verschiedenen Ländern erreichen wollen, dann ist es natürlich irgendwie besonders schwierig zu sagen, welches soll nun die Regel sein, die gilt. Und aus dem Grund ist es sicherlich nochmal besonders interessant, dass Donausoja, die Vereinigung Donausoja hat, Florian hat es erwähnt, letztes Jahr, glaube ich, war es, hat einen Zertifizierungsstandard entwickeln lassen, der allen zur Verfügung steht und der aus meiner Sicht eine sehr gute, der Kompromiss ist fast das falsche Wort, weil es impliziert, dass es vielleicht nicht das optimale Ergebnis ist. Aber eigentlich hat man einen Standard entwickelt, der das Beste aus allen nationalen Standards nimmt. Und diesen Standard wird Ländern zur Verfügung gestellt, die bisher noch keine eigene Regelung haben, die relativ unkompliziert dann ein System übernehmen wollen. Und aus meiner Sicht ist das der derzeit beste ohne Gentechnik-Standard, der existiert und könnte aus meiner Sicht auch gut eine Blaupause sein für eine Harmonisierung innerhalb von Europa. Gerade erst vor ein paar Wochen gab es ein Treffen von interessierten Ländern an diesem Donauregion-Standard in Wien, und man hat ein International Council gegründet, der diesen ohne Gentechnik-Standard in Zukunft verwalten soll. Also hier besteht sicherlich auch die Möglichkeit, entweder mit Regierungsvertretern aus Polen oder auch mit Wirtschaftsvertretern an diesem Council teilzunehmen. Soweit erstmal von meiner Seite. Wer noch mehr Informationen haben will, auf Deutsch und aber auch auf Englisch, auf unserer Seite ohnegentechnik.org, und der Zertifizierungsstandard ist auch auf der Homepage verfügbar, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Vielen Dank erstmal, und ich freue mich auf die Diskussion. Dziękuję bardzo za te dwie prezentacje. Teraz zapraszam Państwa na 15-minutową przerwę i spotykamy się o 12.35. Ja ten panel poprowadzę w taki sposób, że zadam po jednym pytaniu każdej z osób, a później oddam Państwu głos, bo mam nadzieję, że na sali sami też Państwo macie przede wszystkim pytania. I jeżeli one będą, no to później dalszy ciąg panelu to będą pytania od Państwa. Jeżeli ich nie będzie, no to ja po prostu pozwolę sobie zadawać kolejne pytania. Zacznę od tych osób w panelu, które jeszcze do tej pory nie miały okazji powiedzenia. I oczywiście zacznę tutaj od przedstawicielki Ministerstwa
Rolnictwa, pani Małgorzaty Woźniak, która to jest naszym dobrym duchem w ministerstwie i ambasadorem tej sprawy właśnie w ministerstwie. Pani Małgorzata, w jakim miejscu jesteśmy? Pani w kuluarach powiedziała, że moja wypowiedź była taka troszkę zbyt pesymistyczna. Mam nadzieję, że teraz będzie pani głos bardzo optymistyczny. Dziękuję bardzo. Także oczywiście może to nie jest kwestia dobrego ducha, tylko obowiązków służbowych, jakie realizuję, ponieważ pracuję w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament ten został wskazany jako właściwy do przygotowania krajowych przepisów regulujących sprawy znakowania wolnego od GMO. Otóż ustawa, która części Państwa jest niewątpliwie znana, a dla naszych gości z zagranicy informacja, że rząd podjął pracę nad przygotowaniem projektu krajowych przepisów regulujących kwestie znakowania wolnego od GMO, jest przygotowywana do drugiej tury konsultacji publicznych. W maju oraz w czerwcu ustawa została opublikowana zarówno na stronach Ministerstwa Rolnictwa, jak również zgodnie z obowiązującym w kraju procesem legislacyjnym na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Minister Rolnictwa skierował pisemną informację do blisko 150 podmiotów działających na rynku rolnym, na rynku spożywczym, na rynku paszowym, z informacją o tym, że taka ustawa została przygotowana i z zachętą do zapoznania się z przepisami oraz składania uwag i wątpliwości, pytań związanych z tym zagadnieniem. Konsultacje odbyły się na przełomie maja i czerwca, tak jak powiedziałam. Dostaliśmy bardzo dużo uwag, bardzo dużo uwag. I może właśnie to było powodem, że pan Rafał teraz powiedział, że nic się nie dzieje, gdyż to, żeby się zadziało, to trzeba przygotować nowy projekt. A nie jest to kwestia przygotowania w dwa dni po to, żeby usatysfakcjonować albo przynajmniej wyjść naprzeciwko oczekiwaniom tych, którzy rzeczywiście zainteresowani są tym problemem. To tak dużo uwag, że zmieniają całkowicie? Tak. Projekt? Tak, są to kluczowe uwagi, które powtarzające się, co do zasady uwagi powtarzające się. Natomiast to, co powiedziałam, ta ustawa, i tutaj niewątpliwie uzyskam poparcie moich kolegów z Austrii i z Niemiec, musi wkomponować się w już obowiązujące przepisy prawa obowiązującego dla rynku spożywczego, dla rynku paszowego. To nie może być ustawa, która będzie działała w oderwaniu. To musi być po prostu zharmonizowane. A nie jest to prosta sprawa. Może przy okazji tutaj zapytamy, jak długo trwały prace nad niemieckimi przepisami czy austriackimi przepisami, po to, żeby mieć skalę porównawczą, ponieważ można powiedzieć, że krajowe przepisy formalnie w tej relacji z udziałem partnera publicznego oraz z udziałem innych resortów trwają od maja, bo do maja, od tej zapowiedzi, którą złożył pan minister Jurgiel w ubiegłym roku, było to analizowanie dokumentów międzynarodowych. Było to generalnie przygotowanie tego projektu, który został upubliczniony w maju. Także my jesteśmy, reasumując, dopiero rok z małym kawałeczkiem w takiej, no dość powiedziałabym, intensywnej pracy, no bo to wymaga naprawdę wielu spotkań, wielu konsultacji, wielu analiz, ocen. Także w chwili obecnej ustawa jest w trakcie, już jest przygotowany ten kolejny projekt. Jest on w tej chwili oceniany pod kątem zgodności z innymi przepisami, czyli w harmonizacji takiej prawno-legislacyjnej. I zaraz potem zostanie ponownie przekazany do tych podmiotów, które te uwagi ministrowi rolnictwa zgłosiły,
czyli rozpoczniemy drugą turę konsultacji. Wyślemy to do wszystkich podmiotów, które właśnie wzięły udział, skorzystały z zaproszenia i wzięły udział w konsultacjach publicznych. Oczywiście zostanie również ten drugi projekt wysłany do wszystkich resortów, które uwagi zgłosiły, bo też proszę pamiętać, że tą ustawą będą zainteresowane również jak najbardziej inne resorty. Będzie nią zainteresowany minister zdrowia, będzie nią zainteresowany Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i to tak jakby wprowadzi nas w ten kolejny etap uzgodnień. A Pani Małgorzato, czy może Pani stwierdzić na przykład, nie wiem, jeden albo trzy główne uwagi, główne zastrzeżenia czy rekomendacje, które wyszły z tego pierwszego etapu konsultacji? Nie jest to tajemnica, ponieważ wszystkie uwagi, z wszystkimi uwagami, jakie zostały zgłoszone, można się zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Te opinie, które spłynęły do Ministerstwa Rolnictwa, zostały tam zawieszone. W podsumowaniu, główne problemy, główne wątpliwości, które dotyczyły tej ustawy, było wyraźne wprowadzenie progów, dopuszczalnych progów do mieszek GMO, które będą dawały możliwość wykorzystywania produktów w produkcji wolnej od GMO zarówno w sektorze paszowym, jak i w sektorze żywnościowym. Te dwa sektory różnią się specyfiką pomiędzy sobą. To, co obowiązuje dla sektora żywnościowego, jest dużo bardziej restrykcyjne, aniżeli w sektorze paszowym. Zatem w tej ustawie, która teraz zostanie przekazana, na pewno znajdą się już progi. Kolejna rzecz to jest sprawa jednego znaku. Pierwotnie była koncepcja, aby nie regulować sprawy jednolitego oznakowania, ponieważ część podmiotów na rynku rolno-spożywczym już powolutku wprowadza według prywatnej standaryzacji produkty z oznakowaniem wolne od GMO. I tutaj tak jakby idea była taka, aby nie powodować dodatkowych kosztów u tych producentów, którzy już sobie jakieś swoje własne logo przygotowali. Natomiast no jest dość taki wyraźny w tym momencie sygnał, że jednak z uwagi na utrwalenie u konsumenta świadomości tego oznakowania, lepiej by było, gdyby to był jeden znak. Zatem kwestia jednego znaku jest też sprawą nową, która się pojawiła. Bardzo trudną sprawą do uregulowania i spodziewam się, że w dalszym ciągu dyskusja będzie się w tym obszarze toczyła, to są produkty wieloskładnikowe. Ponieważ tutaj, jak usłyszeliśmy, no, głównie to te produkty w czystym wydaniu, czyli czyste, prawda, mleko, mięso, tu nie ma problemu. Natomiast problem zaczyna się pojawiać tam, gdzie mamy do czynienia z produktami wieloskładnikowymi, a tych na rynku spożywczym jest najwięcej. I również tutaj dostaliśmy pewne sygnały od zrzeszeń, od producentów, jak z ich punktu widzenia, jakich trudności oni się spodziewają. Zatem też sprawa tego oznakowania na produktach wieloskładnikowych, spróbowaliśmy się temu głębiej przyjrzeć i no, proponujemy coś od siebie. Natomiast zaznaczam, że nie jest to na pewno sprawa przesądzona i ostateczna. To, co nas czeka w przypadku tej ustawy, to po zakończeniu konsultacji, to jest przesłanie projektu do Komisji Europejskiej, ponieważ projekt będzie oceniany w kontekście przepisów, generalnie wszystkich przepisów, jakie dla konsumentów są bardzo ważne, czyli ten projekt będzie jeszcze kilka miesięcy w ocenie Komisji Europejskiej i dopiero po tym fakcie będziemy mogli ocenić, jak tak naprawdę ten projekt, jaki będzie jego ostateczny kształt. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Reasumując, powiem szczerze, że no, tak Pani mnie uspokoiła, że nie jest, że prace nad tymi
nad tym projektem trwają, ponieważ ministerstwo podeszło i eksperci bardzo poważnie, rozważając wszystkie głosy w konsultacjach, to bardzo cieszy i lepiej po prostu zrobić faktycznie coś dobrego, mądrego, jednak, bo to najczęściej wymaga czasu, niż szybko, a później efekt może mnie satysfakcjonować. Panie Przemku, Pan obserwuje też sytuację od wielu lat. Jaki Pana komentarz jest do tego, co się w tej chwili dzieje? Co by Pan chciał, czego by Pan oczekiwał, żeby było więcej dzisiaj? No tutaj to by można było zacząć wymieniać, to by czasu nam zabrakło tak naprawdę. Natomiast mówiąc tak ogólnie na początek odnośnie tematu, który dzisiaj poruszamy, odnośnie znakowania już tutaj tak naprawdę była rozmowa, toczyła się od wielu lat w Polsce. Nie był podejmowany ten temat. Bardzo cieszę, że w końcu ministerstwo poszło za głosem społecznym i wzięło się za ten temat, żeby tak naprawdę skodyfikować pewne działania, bo tutaj jak pani Małgorzata zaznaczyła, na rynku już widać te zmiany, tak? Zmiany już są widoczne, są produkty oznakowane. Wcześniej mieliśmy produkty, które przychodziły na przykład z Niemiec oznakowane według standardu niemieckiego na nasz rynek, ponieważ no, było dobrze odbierane. Polskie firmy też chciały w tym kierunku iść. Brakowało im trochę takiego narodowego standardu albo jakiegokolwiek standardu, więc musiały wypracować swój własny. Na własne potrzeby, aczkolwiek same też wiedzą i na pewno oczekują to, że będzie jeden wspólny standard, tak żeby każda firma mogła być oceniana w sposób niezależny, bo to jest jeden z warunków tak naprawdę powodzenia całej tej misji, że musi być niezależna instytucja, która będzie sprawdzała prawdziwość oznakowania tak naprawdę. Więc tutaj te działania bardzo cieszą. Wiadomo, że można mieć dużo uwag, że to jednak mimo wszystko tyle trwa, aczkolwiek no, tak jak ja Pan powiedział, no lepiej chwilę dłużej poczekać i mieć to zrobione, niż wysłać coś na szybko zrobionego, gdzie komisja nam cofnie bez akredytacji i będziemy musieli zaczynać więcej, a stracimy o wiele więcej czasu niż na konsultacje wewnętrne. Więc z mojego punktu widzenia stosowanie czegoś takiego jest jak najbardziej. Bardzo też należy się cieszyć z tego, że ministerstwo w sposób, jak to się mówi, analizuje wszystkie różnego rodzaju akty prawne odnoszące się do oznakowania także z innych krajów, żeby je zharmonizować, żeby właśnie uniknąć różnych tam niezbyt skorelowanych ze sobą przepisów i w tym momencie nie wiadomo, w jaki sposób handel ten, szczególnie międzynarodowy, mógłby istnieć, czy dany produkt mógłby występować z tym oznakowaniem, czy będzie to prawidłowe, czy nie, bo to rodzi wiele zapytań. Tu tak jak Aleksander wspomniał, my jako stowarzyszenie wrzuciliśmy na tapetę parę lat temu, w 2013 było zgłoszone przez Słowenię tak naprawdę taki projekt, żeby może zrobić jakiś wspólny standard jako taką podstawę dla Europy odnośnie dla tych krajów, które dopiero będą wchodziły właśnie w system certyfikacji, żeby pokazać im taką drogę i ścieżkę, że o tu jest gotowy, najbardziej powiedzmy skoncentrowany, najprostszy z możliwych, w miarę akceptowalny dla wszystkich, żeby po prostu na bazie tego albo tworzyły własne, albo zastosowały go do swojego uznania. Także tutaj te ruchy, które są w całej Europie odnośnie właśnie oznakowania, myślę, że bardzo mocno wpłyną na to, że no i także w Polsce będzie się to oznakowanie bardzo szybko i mocno rozwijało. Dziękuję. To teraz pytanie do gości. Tutaj pani z ministerstwa, pani Małgorzata, zadała takie pytanie panom związane z tym, ile trwał ten proces od momentu, kiedy faktycznie społeczeństwo obywatelskie, konsumenci zaczęli się domagać, do momentu, kiedy faktycznie ustawa ujrzała światło dzienne albo kodeks. Gdybyście panowie mogli się odnieść. Jak to wygląda w Austrii, jak to wygląda w Niemczech? Wyglądało. Österreich ist vielleicht ein schwieriges Beispiel, weil wir in Österreich vor 20 Jahren begonnen haben, eine Regulierung zu entwerfen, als es keinerlei Vorbilder gegeben hat. Wir mussten also tatsächlich bei Null anfangen und haben dann ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um eine
ersten Entwurf fertigzustellen, der auch tatsächlich mit sehr vielen unterschiedlichen Experten aus unterschiedlichen Bereichen gemeinsam erstellt worden ist. Das war aber damals eine privatrechtliche Regelung, wo es dann unsere Intention war, die so rasch wie möglich auch als offizielle Regelung zu verankern, weil eine offizielle Regelung natürlich Herstellern, aber auch Konsumenten mehr Rechtssicherheit gibt. Das heißt, wir sind an das zuständige Ministerium dann herangetreten und haben versucht, unseren Vorschlag aufzugreifen, weiter zu bearbeiten und in den österreichischen Kodex Alimentarius zu übernehmen. Das war ein Prozess, der dann noch einmal ein halbes Jahr gedauert hat, weil der Kodex Alimentarius Vorschläge ja in Expertenrunden weiterentwickelt und diskutiert. Das heißt, es war ungefähr der Prozess zur ersten Regelung hat ungefähr ein Jahr gedauert. Allerdings, die Erfahrung hat auch gezeigt, dieser Prozess ist nie zu Ende. Denn klarerweise im Zuge der ersten Erfahrungen auf dem Markt, im Zuge auch von Entwicklungen, die in anderen Ländern gemacht worden ist, war es immer wieder notwendig, den ersten Entwurf von 1998 zu aktualisieren, zu überarbeiten, neue Regelungen dazuzunehmen. Also es braucht einen Anfangsstatus und in den investiert man sicher besser etwas mehr Zeit als zu wenig Zeit, dass der Anfangsentwurf so solide wie möglich ist. Und dann braucht es aber Flexibilität, um auch auf Entwicklungen am Markt eingehen zu können. Ich erinnere jetzt nur kurz daran, wir haben ja eine sehr intensive Diskussion über neue Züchtungstechniken, an denen geforscht wird, die noch nicht am Markt sind, aber wo jetzt einmal in der EU der Prozess läuft, ob die als Gentechnik zu bezeichnen sind oder nicht. Das wird uns alle vor gewaltige neue Herausforderungen stellen, wenn Produkte, die mit diesen Züchtungsmethoden entwickelt werden, dann auch tatsächlich marktreif sind. Ich denke aber, dass sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel getan und entwickelt hat, dass es Ländern, die neu in die Gentechnik-Freikennzeichnung einsteigen wollen, etwas leichter macht als den Pionierländern, die sich das halt mühsam selber erarbeiten mussten. Es gibt unterschiedliche Regelungen in, wie Alex erwähnt hat, 9 verschiedenen Ländern, die man sich als Beispiel anschauen kann, wo man von den guten, aber vielleicht auch von den weniger guten Sachen lernen kann. Wir haben im Jahr 2012 das österreichische Umweltbundesamt gebeten, einen Vergleich der damals am Markt befindlichen Regelungen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Südtirol vorzunehmen. Und es gibt, und darauf möchte ich ganz speziell hinweisen, es wurde schon zweimal erwähnt, es gibt seit 2015 den Donauraum Non-GMO Standards, der im Rahmen eines langwierigen, ich glaube 1,5-jährigen Prozesses erarbeitet wurde, der sich bestehende Regelungen als Vorbild genommen hat, vor allem die deutsche Regelung, die österreichische Regelung und die slowenische Regelung, und wo im letzten Jahr, im April 2016, bei einer internationalen Konferenz zum Thema Non-GMO-Labeling, die wir in Wien veranstalten durften, wo sämtliche bestehenden Kennzeichnungssysteme auch vertreten waren, wurde diese Regelung auch tatsächlich so als die beste Regelung, die aktuell am Markt ist, als Benchmark für Gentechnik-Freistandard, sowohl für Produktionsanforderungen als auch für Kontrollanforderungen definiert. Das heißt, Länder, die jetzt einsteigen, haben es leichter, weil sehr viel Vorarbeiten bereits getätigt wurden. Und ich würde auch wirklich appellieren, diesen Vorschlag auch zu berücksichtigen und zu integrieren. Denn eines ist klar,
die augenblickliche Situation, dass jedes Land mehr oder weniger große Unterschiede bei den Kennzeichnungssystemen hat, die ist längerfristig angesichts des intensiven europäischen Marktes in der Lebensmittelbranche nicht aufrechtzuerhalten. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine Harmonisierung der gentechnikfreien Standards haben werden und haben müssen. Wir sehen jetzt schon in der Praxis, zwischen Deutschland und Österreich sind die Unterschiede relativ gering, aber es verursacht für die Unternehmen, die beide Märkte bedienen, einfach Aufwands, unter Umständen doppelte Kontrollen, auch wenn es unser Ziel ist, das so gut wie möglich zu reduzieren. Also hier, und ich richte diesen Appell jetzt nicht nur an Polen, sondern sage dasselbe in allen Ländern, die derzeit überlegen, eine gentechnikfreie Kennzeichnung einzuführen. Vor 10 Monaten zum Beispiel waren Alex Histing und ich in Brüssel bei einer vergleichbaren Diskussion. Mein Appell, hier liegt ein Vorschlag vor, der streng ist, glaubwürdig ist, praktikabel ist und sich die besten Bestandteile aus Österreich, Deutschland und Slowenien zusammen gesucht hat. Es waren auch all diese Länder im Entwicklungskomitee vertreten. Und ich denke, das wäre ein wichtiger Impuls, um neue Regelungen gleich auf dem Level dieser Benchmark auch ansetzen zu lassen. Bardzo dziękuję. Panie Aleksandrze, teraz sytuacja w Niemczech. In Deutschland, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen dem Prozess, das Gesetz zu schreiben und den Prozess, den Zertifizierungsstandard zu entwickeln. Und für das Gesetz, das ging sehr schnell. Das lag daran, dass wir im Zeitpunkt ein politisches Zeitfenster, ein kurzes, offen war. Es gab auch damals schon die große Koalition zwischen SPD und CDU in Deutschland und die SPD hatte schon sehr lange eine ohne Gentechnik-Kennzeichnung gefordert, konnte sich aber nicht durchsetzen und plötzlich war eine Situation, dass die CDU etwas von der SPD wollte und dann ist man sich einig geworden und dann war es letzten Endes zwischen Weihnachten und Neujahr 2007 wurde das Gesetz geschrieben. Das wirklich auch, muss man sagen, zu schnell geschrieben wurde. Das sind viele Vorgaben in dem Gesetz, die nicht wohl durchdacht sind. Und das fällt uns auch jetzt auf die Füße. Deswegen, ich würde mir daran kein Beispiel nehmen, sondern wirklich auch die Regelungen, wie Sie es auch machen, in einem öffentlichen Konsultationsprozess mit den Branchenbeteiligten diskutieren und deren Meinung einholen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und letzten Endes wurde dann das Gesetz im Mai 2008 veröffentlicht und dazwischen, zwischen Weihnachten 2007 und Mai 2008 war dann auch noch die Notifizierung in Brüssel. Also Sie können daran schon sehen, dass es letzten Endes sehr schnell ging. Der Zertifizierungsstandard, der hat etwas länger gedauert, das war etwa ein Dreivierteljahr bis einem Jahr, ein Prozess, bei dem wir dann auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr viele verschiedene Stakeholder aus verschiedenen Branchen mit einbezogen haben. Dziękuję. To teraz, tak jak zapowiadałem, oddam Państwu głos. Natomiast jeszcze jedna taka uwaga, bo Pan Aleksander mi tutaj przypomniał swoją wypowiedzią a propos zaproszenia różnych stron do rozmowy. Tutaj powiem, że my zaprosiliśmy dzisiaj Pana Łukasza Dominiaka, Dyrektora Generalnego Krajowej Rady Drobiarskiej Izby Gospodarczej w Warszawie do rozmowy. Wiemy, że Izba jest albo przeciwna, albo sceptyczna w stosunku do znakowania. No niestety z przyczyn zawodowych Pan Łukasz nie mógł do nas dotrzeć. Jednocześnie chciałbym nadmienić, że podczas, to już mówiłem, podczas tych 8 lat kampanii, robiąc różnego rodzaju wydarzenia, faktycznie na wszelkie możliwe sposoby zapraszamy też oponentów, żeby po prostu rozmawiać, tak? Bo jednak ta kultura rozmowy i dialogu w Polsce wymaga jeszcze dużo, żeby
jeszcze mamy dużo do dopracowania. Słuchając dzisiaj Państwa z Niemiec i z Austrii, to faktycznie jeszcze długa droga przed nami. Pierwsze pytanie, proszę. Witam serdecznie. Szymon Kołodziejczyk, biuro Veritas. Ja przepraszam, te pytania muszą być również przez mikrofon, ponieważ okay, wszystko jest nagrywane, słuchaczki, tłumaczki też muszą wiedzieć. Witam Państwa. Szymon Kołodziejczyk, biuro Veritas. Ja jestem audytorem, certyfikujemy na zgodność ze standardem FLOC. I mam tak naprawdę dwa pytania. Pierwsze do Pani Małgorzaty, ponieważ my jako jednostka składaliśmy uwagi do projektu ustawy troszeczkę po czasie. Chciałbym zapytać, czy będą one uwzględnione i czy też zostaniemy włączeni oficjalnie w ten, powiedzmy, panel dyskusyjny dotyczący nowego projektu? Od razu odpowiadać. Czy chce Pan drugie pytanie? Poproszę. Tak, tak, zgłosiliście Państwo uwagi dwa miesiące po czasie, ale one dotarły jak najbardziej. Powiem, że nie były to uwagi odosobnione względem tych, które spłynęły, zatem nie było żadnego problemu, aby umieścić Państwa uwagi na liście jednostek, które dany typ uwag zgłosiły. I oczywiście, jak tylko ustawa będzie rozsyłana teraz do kolejnej tury, zostaniecie Państwo o tym poinformowani i zaproszeni, bo będzie konferencja w ministerstwie, taka uzgodnieniowa. To pan minister przekazał wewnętrznie taką informację, że w ramach właśnie tego dialogu społecznego na pewno dobrze by było, aby zorganizować jakąś taką konferencję, naradę w ministerstwie, aby sobie te kategorie uwag omówić, ale patrząc już na ten projekt kolejny, bo bez projektu nie ma, dyskusja o uwagach nie ma sensu. Zatem prawdopodobnie takie wydarzenie będzie miało miejsce i Państwo oczywiście jak najbardziej zostaniecie mi zaproszeni. Świetnie, dziękuję bardzo. Drugie pytanie dotyczy w zasadzie wszystkich reprezentantów wszystkich tych trzech systemów, ponieważ mam takie pytanie. Czy produkt certyfikowany na zgodność ze standardem FLOC jest jednocześnie uznawany przez standard austriacki czy też Donaldsojew? Chodzi o tą wzajemną uznawalność się tych trzech systemów. Zwischen FLOC und AG Gentechnik frei, also Österreich und Österreich und Deutschland, gibt es eine Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Zertifizierungen, um genau das zu fördern, dass Unternehmen, die ihre Produkte in Deutschland und Österreich auf den Markt bringen wollen, sich nicht zweimal zertifizieren lassen müssen. Ja, die Zertifizierungen werden anerkannt. Und in diesem Dokument zur gegenseitigen Anerkennung ist auch genau aufgeführt, wo die Unterschiede zwischen den beiden Systemen bestehen und wo zum Beispiel ein Unternehmen, das nach FLOC in Deutschland zertifiziert wird, anders oder zusätzlich kontrolliert werden muss, um auch den österreichischen Standard zu erfüllen, beziehungsweise umgekehrt. Und das wird mittlerweile sehr intensiv in Anspruch genommen und führt dazu, dass der Produktaustausch zwischen Österreich und Deutschland bereits relativ hoch und groß ist. Mit Donausoja ist es ein bisschen anders, denn da wird ja primär auf die Soja geschaut und auf die Herkunft der Soja, aber das lasse ich Przemyslaw sagen. Noch ganz kurz eine Ergänzung von mir. Im Grunde muss man es produktspezifisch anschauen, wie Florian auch schon gesagt hat. Also als Beispiel, Milchprodukte, die nach FLOC-Standard zertifiziert sind, können problemlos auch in Österreich mit dem dortigen Zeichen versehen werden, wenn die Lizenz beantragt wurde. Wenn wir Geflügelprodukte, also Puten nach FLOC zertifiziert hätten, müsste eine längere Fütterungsfrist gewährleistet werden, weil die in Deutschland kürzer als in Österreich.
als Beispiel. Bei den Eiern besteht eine komplette Übereinstimmung. Flockeier erfüllen problemlos auch die Anforderungen der AG Gensteckfrei. To ja może trochę powiem tak bardziej przewrotnie, bo tak naprawdę to pytanie ma jak każdy kij dwa końce. I tutaj pytanie o powiedzmy wzajemną akceptowalność systemów pomiędzy systemami jak najbardziej może być zasadne, aczkolwiek z punktu widzenia rynkowego pytanie jest zupełnie inne. Tak? Czy tak jak mieliśmy dotychczas w Polsce, firmy importowały produkt, który był oznakowany według niemieckiego systemu FLOC. Mieliśmy taki serek z jednej firmy niemieckiej, która produkowała go w Niemczech pod restrykcjami i restrykcjami niemieckimi i w Polsce był ten z oznaczeniem, że to jest bez GMO. Gdzie w Polsce teoretycznie wtedy, pamiętacie Państwo, była prowadzona bardzo głośna dyskusja odnośnie jednej z firm, odnośnie oznakowania, że jajka były bez GMO. I było pytanie, czy może być taki znak stosowany, czy nie. No i tutaj chodzi o tak zwaną wolność przepływu produktów w Unii Europejskiej, bo teoretycznie, jeżeli coś jest wyprodukowane zgodnie z obowiązującym prawem w jakimś kraju Unii Europejskiej, to taki produkt może być sprzedawany, jeżeli nie jest zaliczany do grupy produktów specjalnych, może być sprzedawany w każdym kraju Unii Europejskiej na takich samych prawach jak ten, jak inny. Czyli tutaj teoretycznie nie musi być dodatkowego uznawania, czyli produkt przychodzący, nie wiem, mleko, produkt mleczny z Niemiec, ze systemem Block, nie musi mieć dodatkowego w Austrii, dodatkowego znaczka z systemem austriackim odnośnie tego, że to jest według systemu non-GMO, tak? Bo tu jest wolność, jakby to powiedzmy, przepływu produktów. Także tutaj wzajemność tych systemów jest bardzo podobna i to, co tutaj raczej pytanie było, czy będziemy uznawali, czy uznajemy, my widzimy jako w ogóle wszystkie systemy, że jak najbardziej musimy współpracować, tak? Bo my nie konkurujemy między sobą, że nasz system lepszy i wszyscy musicie używać naszy, albo w tym kraju musi być ten, albo ten. Tak naprawdę my chcemy współpracować, rozwijając te systemy certyfikacji, a nie walcząc o rynek tak naprawdę. Jeśli można, to chciałabym też, korzystając z okazji, dopytać panów o właśnie używanie znaku, ponieważ wydaje mi się, że to może być interesujące z punktu widzenia naszych polskich przedsiębiorców. Czy na przykład mleko pochodzące z Austrii według austriackiego systemu znakowania wolne od GMO, które trafia do Niemiec, ten produkt końcowy, ostatecznie na opakowaniu ma znaczek austriacki czy niemiecki? Durch den freien Warenverkehr in der EU wäre eine österreichische Milch mit dem österreichischen Kennzeichen auch in Deutschland verkehrsfähig, auch in Polen, in allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Allerdings besteht natürlich ein großes Interesse, dass in den jeweiligen Ländern auch das Zeichen verwendet wird, das dort dem Konsumenten bekannt ist. Also der österreichische Lebensmittelhandel verlangt sehr strikt, dass auch Produkte aus anderen Ländern möglichst das österreichische Zeichen verwenden, weil das halt dasjenige ist, an das die Konsumenten gewöhnt sind. Und in Deutschland ist das ähnlich, da will der Lebensmittelhandel auch das Zeichen des Flocks auf seinen Produkten sehen. Vor allem, da sehr viele der gentechnikfrei ausgezeichneten Produkte ja Eigenmarken des Lebensmittelhandels sind. Das heißt, aus dieser Überlegung heraus war es unser sehr pragmatischer Zugang, hier einen Rahmen zu schaffen, dass das jeweils national bekannte und geltende Zeichen auch tatsächlich verwendet werden kann, auch von Herstellern, die nicht im jeweiligen Land produzieren. Ich sehe, aber komme ich jetzt zurück, was ich vorher gesagt habe,
das aber als eine Zwischenlösung, weil der europaweite Handel mit gentechnikfreien Lebensmitteln ganz sicherlich stärker werden wird und wir in Zukunft jedenfalls vergleichbare Standards und ich denke sogar idealerweise ein einheitliches, vergleichbares Zeichen benötigen werden. Ich erinnere hier an den Prozess, den es im Bereich der Bioproduktion gegeben hat. Ich habe noch sehr gut in Erinnerung die Situation in Österreich, wo es 6 verschiedene Bio-Kennzeichen gegeben hat. Das war eine Katastrophe für die Konsumenten. Keiner hat sich ausgekannt. Und dann gibt es seit, ich weiß jetzt nicht wie vielen Jahren, gibt es ein einheitliches europäisches Biozeichen mit einem einheitlichen Standard. Und das war im Biobereich schon eine deutliche Erleichterung, sowohl für Hersteller als auch für Konsumenten. Meine Erfahrung ist, gentechnikfreie Kennzeichnung am Produkt ist so komplex und so schwierig und bedarf 20-seitiger Standards, dass es einem Konsumenten nicht zu erklären ist, dass Gentechnikfreiheit für ein Bioprodukt vielleicht anders ausschaut als Gentechnikfreiheit für ein konventionelles Produkt oder dass Gentechnikfreiheit in Polen anders ausschaut als in Frankreich oder Österreich. Also für mich ist das die zentrale Herausforderung für die nächsten 5 bis 10 Jahre, hier diese Unterschiede abzubauen. Proszę o następne pytania. Dziękuję bardzo, Dorota Metera. Praca nad ustawami i systemami w Austrii, w Niemczech jawi mi się jako idylla. Wszyscy współpracują, NGOsy, konsumenci, handlowcy, producenci i nie ma znikąd żadnej krytyki, bo wszyscy tego chcą. To chciałabym zapytać, czy, jak to wyglądało? Czy rzeczywiście nie byliście Państwo atakowani przez lobby pro-GMO? I jak to wygląda w tej chwili? Czy dalej te ataki jakieś pojawiają się? Czy już wszyscy zrozumieli, na czym ten system polega? Bo jest to bardzo dobry, skomplikowany system. Jestem członkiem Rady do spraw rolnictwa ekologicznego i nawet w Radzie mieliśmy ostrą dyskusję na temat wspólnego stanowiska co do projektu ustawy. Przekazaliśmy zresztą, w końcu zostało przegłosowane dobre stanowisko, wydaje mi się. Natomiast sytuacja u nas wygląda tak, że po ukazaniu się tego projektu oczywiście momentalnie wylała się fala krytyki tych, którzy nie chcą, żeby mówić, że te jaja czy to mięso pochodzi od zwierząt karmionych paszą GMO, no to jasne, że oni nie chcą, żeby to ujawniać, tak? No bo jeżeli inni ujawniają, że bez, no to ci są na patelni, tak? I aktualnie kilka dni temu przed konferencją rozmawiałam z jedną z mleczarni, która powiedziała, że zaczęła znakowanie GMO, ale jest bliska zaprzestania, ponieważ Urząd Nadzoru, konkretnie WIHARS, nakazał im na przykład zebranie od 500 producentów próbki pasz w ciągu 7 dni i przedstawienie, to jest po prostu nierealne, zebranie próbek pasz od 500 producentów położonych w jakimś promieniu, nie wiem, 100 km, zebranie i przesłanie do laboratorium, uzyskanie wyników jest nierealne, więc jeżeli urząd tak podchodzi, to zaczynam się martwić, że nie mamy tylko dziennikarzy, którzy niemerytorycznie atakują w bardzo poczytnym piśmie, że to jest ekościema i tak dalej, to wszyscy wiemy, o co chodzi. Że puszczamy oko i tak dalej, i nawet książka została przez tego dziennikarza wydana, jak wspaniałe jest GMO i po co w ogóle krytykować. No ale jeżeli urząd do tego tak podchodzi, to naprawdę się martwię, dlatego chciałam zapytać o atmosferę w Austrii, w Niemczech. Also die Frage bezüglich der Molkerei und der 500 Analyseproben beantworte ich nicht, aber das gebe ich dann gleich zu meiner Linken ab. Diese Idylle in Deutschland oder auch in Österreich, oder zumindest in Deutschland, hat bestimmt nicht von Anfang an existiert. Ganz im Gegenteil. Als 2008 diese Gesetzgebung eingeführt wurde, war der Deutsche Bauernverband, der Großteil der Lebensmittelindustrie und
die Hälfte der politischen Parteien ganz klar gegen diese Kennzeichnung. Auch die Futtermittelindustrie ganz klar gegen diese Kennzeichnung. Wir haben sehr, sehr viele Widerstände gehabt. Es gab Produzenten, also Molkereien, oder eine Molkerei, die gekennzeichnete Produkte in den Handel bringen wollte. Und der Lebensmitteleinzelhandel hat gesagt, entweder du nimmst die Kennzeichnung runter oder du fliegst aus meinem Sortiment raus. Also das war wirklich nicht von Anfang an so harmonisch. Wie haben wir es geschafft? Sicherlich mit der Zeit ein gewisser Gewöhnungseffekt, sicherlich sehr viel Hartnäckigkeit, aber ich glaube, was entscheidend war, war, dass wir über die solide Zertifizierung von Produkten eine Glaubwürdigkeit des Siegels erreicht haben und am Ende auch den Lebensmitteleinzelhandel davon überzeugen konnten, dass es für ihn kein Nachteil ist. Die Supermärkte haben immer Angst gehabt, dass wenn ein Produkt eine ohne Genschick-Kennzeichnung trägt, dass dadurch andere Produkte diskriminiert werden. Und diese Angst konnten wir nehmen. Man hat es einfach bei einzelnen Herstellern gesehen. Eine in Deutschland sehr bekannte Milchmarke Landliebe hat ein Teil seiner Produkte waren gekennzeichnet und ein Teil nicht. Und keiner hat sich darüber aufgeregt. Und solche Beispiele haben dann auch den Lebensmitteleinzelhandel davon überzeugt, dass es wohl kein so ein großes Problem ist und haben dann sogar wirklich einen 180-Grad-Schwenk gemacht und sich dann die ONG-Kennzeichnung auf die eigenen Fahnen geschrieben. Aber es war ein Prozess von 8 Jahren, von der Einführung des Gesetzes bis heute. Sehr viel Überzeugungsarbeit, sehr viel, wirklich auch Ängste nehmen. Ich glaube, viel Widerstand, der da ist, beruht auf Angst. Und da muss man, glaube ich, sehr genau zuhören, warum ist jemand gegen eine solche Kennzeichnung? Und in vielen Fällen kann man tatsächlich auch Überzeugungsarbeit leisten. Und dann kommt so eins zum anderen. Nachdem einige Landwirte, nachdem einige Lebensmittelhersteller die Kennzeichnung genutzt haben, konnten dann auch die Verbände natürlich nicht mehr dagegen agieren. Sie konnten ja nicht gegen ihre eigenen Mitglieder agieren. Und so ist dann auch die Kritik immer weniger geworden. Und jetzt ist das Siegel so weit verbreitet, dass keiner sagen kann, es würde nicht funktionieren oder es sei irgendwie Verbrauchertäuschung oder irgendwas in der Art, irgendwelche Vorwürfe, die lange Zeit erhoben wurden. Also alles, man muss durchaus unter Umständen einen langen Atem haben. Vielleicht, ich glaube, in Österreich lief es etwas ruhiger, aber einen langen Atem hat man sicherlich auch da gebraucht. Przyznam, że nie znam tego przypadku, o którym pani Dorota powiedziała, ale nasuwają mi się tutaj od razu jako urzędnikowi następujące myśli. Urzędnik i wyższego i niższego szczebla, i pracujący w Warszawie, i pracujący w terenie, wymaga ciągłego szkolenia i dokształcania. Zatem bardzo ważne jest, aby ci, którzy będą kontrolowali proces, byli przeszkoleni. A druga rzecz, która jest też przy okazji wychodzi, to właśnie to, o czym dzisiaj była wielokrotnie mowa, czyli te procedury, jakimi dysponują producenci przystępujący do znakowania wolno od GMO. Bo wydaje mi się, że nieważne, czy my mówimy o znakowaniu wolnym od GMO, czy o znakowaniu, czy o wejściu w proces produkcji ekologicznej, czy jakikolwiek inny znak, który wiąże się z obowiązkiem identyfikowania swoich dostawców, sprawdzania ich i niegłębokiej wiary patrząc w oczy, że on jest uczciwy, tylko odpowiednich standardów i procedur, które każdy podmiot działający w łańcuchu produkcji od pola do tego finalnego produktu musi spełnić. Zatem właśnie pytanie o procedury, jakie stosują przedsiębiorcy. Na tej podstawie można żądać dowodów, bo jeżeli przedsiębiorca ma sprawdzony system produkcji, poparty dowodami, nie tylko dowodami zakupów, ale przede wszystkim w przypadku na przykład pasz, którymi karmione są zwierzęta, etykiety dla tych pasz i badania laboratoryjne, dzięki którym można sprawdzić zawartość GMO ewentualną oraz określić,
ilościowy udział tego GMO, na podstawie czego można stwierdzić, czy ta pasza kwalifikuje się do produkcji zwierzęcej, czy się nie kwalifikuje. No to, ale to są tak jakby moje luźne na żywo reakcje, prawda, które w mojej głowie zrodziły się po usłyszeniu tego, o czym usłyszałam. Na pewno inspekcje będą wymagały mocnych szkoleń w chwili, kiedy te przepisy będą szykowały się do wejścia w życie, właśnie po to, żeby nie być straszakiem, nie utrudniać życia producentom, tylko współpracować z producentami, bo co należy zaznaczyć, to znakowanie wolne od GMO jest znakowaniem dobrowolnym. Czyli producent, przystępując do tego systemu znakowania, on ma świadomość, że bierze na siebie spore obciążenie, mimo wszystko. Dzień dobry. Jeszcze odpowiedź. Vielleicht nur eine kurze Ergänzung noch zu dem, was Alexistin gesagt hat. Ja, auch in Österreich war es nicht leicht und es gab Widerstände. Gerade weil Landwirtschaft meines Erachtens immer relativ beharrlich ist bei Veränderungen. Und was für mich hier sehr wichtig war, die AG Gentechnik frei, die 20 Jahre auch geprägt hat, dass es zu jedem Zeitpunkt einen sehr, sehr intensiven Dialog auf Augenhöhe mit allen Beteiligten gegeben hat. Und der war wichtig, sonst wäre es nicht gelungen, Lösungen zu entwickeln, die dann auch tatsächlich tragfähig sind. Und vielleicht einen Eindruck von der Organisation dieses Dialogprozesses zu geben. Wir haben einen Vorstand in der Plattform, in der die wichtigsten Player aus dem Lebensmittelhandel präsent sind, in der Hersteller aus dem Bereich Milch und Fleisch präsent sind, in der die Futtermittelwirtschaft präsent ist und auch der Bereich der Bioproduktion. Und wir haben einen Fachbeirat, der bei allen Sitzungen dabei ist, wo Landwirtschaftsvertreter dabei sind, Wissenschaft, die großen Umweltorganisationen, der Konsumentenschutzverband und auch Donausäuer. Und es ist so gelungen, einen kleinen Mikrokosmos der sehr, sehr wichtigen gesellschaftspolitischen Diskussion rund um dieses heikle Thema Gentechnik auch auf die Beine zu stellen, der dazu geführt hat, dass, wenn ein Problem auftaucht, das nicht skandalisiert oder medialisiert wird, sondern im ersten Schritt einmal versucht wird, hier Lösungen in dieser Runde zu treffen. Und das ist uns immer gelungen, denn eines ist klar, wenn es zum einen oder anderen größeren Lebensmittelskandal rund um die Gentechnik käme, könnte das die Kennzeichnung sehr rasch auch beschädigen. Denn Glaubwürdigkeit und Konsumentenvertrauen ist sicher einer der allerwichtigsten Faktoren, um hier auch diese Kommunikation, dieses Qualitätsstandards an die Konsumenten entsprechend transportieren zu können. Und vielleicht nur ganz kurz die Anmerkung zu dem, was die Frau Wozniak gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Wesentliches Element ist tatsächlich diese Kontroll- und Zertifizierungs- und Rückverfolgbarkeitskette vom landwirtschaftlichen Betrieb, wo die Soja, der Mais, der Raps angebaut wird, bis zum fertigen Produkt entsprechend aufzubauen und rückverfolgbar zu machen, auch mit Rückstellmuster. So und so oft müssen wir zu Futtermittelbetrieben gehen, weil irgendwo entlang der Kette Verunreinigungen festgestellt worden sind, um dann anhand der Rückstellmuster im Futtermittelwerk herauszufinden, ist die Verunreinigung im Futtermittelwerk passiert, ist sie beim Transport zum landwirtschaftlichen Betrieb erfolgt, ist sie auf dem landwirtschaftlichen Betrieb selber erfolgt. Diese Kette schlüssig und rückverfolgbar zu etablieren, dauert einerseits Zeit, ist aber extrem wichtig, um glaubwürdig sagen zu können, es ist ein gentechnikfrei erzeugtes Produkt. Letzte Anmerkung, wenn Sie unser Zeichen sehen, wir sagen bewusst nicht,
ohne Gentechnik, um hier nicht einen absoluten Anspruch zu geben, sondern sagen, ohne Gentechnik hergestellt, weil unser Ziel ist, den Produktionsprozess auf allen Ebenen gentechnikfrei zu halten. Dzień dobry, nazywam się Wiesława Szyber, jestem przedstawicielem konsumentów i pytanie kieruję do pani Małgorzaty Woźniak, przedstawicielki Ministerstwa Rolnictwa. Ponieważ konsumenci przyzwyczaili się już do znaku... No transition. Yeah, the interpreters don't understand, the microphone doesn't work, so... Nie ma, tak jakby nie ma tłumaczenia. Już, wszystko jeszcze bez problemu. Czy teraz już słychać? Dobrze. Tak? Nazywam się Wiesława Szyber, jestem przedstawicielką konsumentów. Pytanie chciałam skierować do pani Małgorzaty Woźniak z Ministerstwa Rolnictwa. Konsumenci przyzwyczaili się do znaku europejskiego oznaczającego żywność wyprodukowaną metodami ekologicznymi. I chciałam zapytać, czy w tych rozważaniach, które teraz są prowadzone w ministerstwie, myślą państwo o wzajemnych relacjach między logo, które jakoś już zostało zaakceptowane, już wiele osób się przyzwyczaiło do tak zwanego zielonego listka. Jak będzie się miał do tego nowy znak bez GMO, czy one będą wzajemnie się nie wykluczały, ale współpracowały i czy jeden będzie mógł zastępowany drugim? Dziękuję. Słuchać? Słuchać. Odpowiadając na to pytanie, powiem tak, oczywiście jak będzie ostatecznie, to będziemy wiedzieli, jak już ustawa zostanie przyjęta przez parlament. Ale na chwilę obecną przymiarka jest taka, żeby te znaki nie wykluczały się wzajemnie. Ci, którzy produkują w produkcji ekologicznej i będą spełniać kryteria określone w ustawie o oznakowaniu wolnym od GMO, czyli będą to produkty kwalifikujące się do oznakowania jako wolne od GMO, będą mogły mieć dwa znaki. Dziękuję. Czy jakieś następne pytanie? Może jeszcze dopytajmy się, czy w krajach, o których mówimy, też są stosowane... Proszę do mikrofonu, bo wtedy tłumaczy. Może w takim razie poprosimy jeszcze naszych gości z Austrii i z Niemiec, żeby również odnieśli się do tego podwójnego oznakowania, bo przyznaję, że jako konsument podejrzewam wątpliwości. Dziękuję. Es ist verständlich, dass diese Siegelflut sehr, sehr verwirrend ist für die Verbraucher, verwirrend sein kann. Aber ich sehe hier wenig Möglichkeit, das zu verhindern. Wenn wir die genschickfreie Produktion beschränken auf Bioprodukte zum Beispiel, dann wird es halt weiterhin ein sehr, sehr kleiner Markt bleiben und wir haben nicht die Möglichkeit, mit dieser Produktion auch den Gentechnikanbau weltweit zu beeinflussen. Und letzten Endes profitiert auch die Biolandwirtschaft davon, wenn im konventionellen Bereich genschickfrei produziert wird. Sonst wird es andersrum, wenn nur die Bio-Nische genschickfrei bleibt, wird es sehr, sehr schwierig, auch für den Biobereich das aufrechtzuerhalten. Ich glaube, wir kommen nicht um zwei Zeichen drumherum. Weil die Bios werden natürlich, oder die Bioproduzenten werden auch nicht auf ihr Zeichen verzichten wollen, weil ihr Zeichen natürlich viel mehr bedeutet als nur Genschickfreiheit. Ich sage vielleicht als positiven Ausblick, wenn alle Produkte genschickfrei produziert sind, brauchen wir das ohne Genschnick-Label nicht mehr. Von daher, wenn wir alle irgendwie hart zusammenarbeiten, vielleicht kann man dieses Zeichen dann irgendwann auch einmal wieder in die Mottenkiste packen.
Ein Zusatz dazu vielleicht, weil wir natürlich diese Diskussion auch in Österreich hatten. Wie ist das, wenn Bioprodukte zusätzlich auch das Gentechnik-Freizeichen führen? Ist das nicht zum Beispiel eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten? Wir haben das sehr intensiv diskutiert in unserer Stakeholder-Runde mit Konsumentenschutzorganisationen, auch mit den Bioverbänden, und es gab dann auch sowohl ein Rechtsgutachten dazu, als auch Marktforschung dazu. Und aus beidem ist sehr klar herausgekommen, man kann nicht davon ausgehen, dass Konsumenten wissen, dass Bioprodukte verpflichtend gentechnikfrei sind. Und das war dann letztendlich das Argument, das dazu geführt hat, dass in Österreich auch formell von allen Institutionen, vom Ministerium bis zu den Konsumentenschutzverbänden, das also auch als gut und wichtig gesehen wird, dass allenfalls manche Bioprodukte beide Zeichen führen. Und wir hatten also mit auch aus diesem Grund vom Anfang der Plattform an, also vor 20 Jahren, die Bioverbände auch immer explizit sogar im Vorstand mit eingebunden, um eben dafür zu sorgen, dass die Anforderungen im konventionellen Bereich möglichst deckungsgleich mit dem Biobereich sind. Und das, was Alexistin gesagt hat, denke ich, ist sehr wichtig. In manchen Bereichen, wo es zum Beispiel um Zusatzstoffe oder auch Vitamine geht, da verwendet ja die Bioproduktion die gleichen Vitamine wie die gentechnikfreie Produktion, Vitamin B2 zum Beispiel. Und nur da kann ein Miteinander aus Biobereich und konventionell gentechnikfreiem Bereich auch dafür sorgen, dass diese Zusatzstoffe langfristig auch in gentechnikfreier Qualität auf dem Markt erhalten bleiben. Viele dieser Zusatzstoffe, Vitamine, werden mittlerweile irgendwo im fernen Osten produziert, die meisten in China. Und da ist die Gentechnikfreiheit nicht sehr weit verbreitet. Also hier hat, glaube ich, der Biobereich und der Gentechnikfreibereich ein fundamentales Interesse, dass gerade im Bereich der unterschiedlichen Zusatzstoffe hier die gleichen Levels angelegt werden. Portacki, Paweł Sadą, Nowoczesne Żywienie Zwierząt, producent pasz. Ja mam pytanie, tak może z drugiej strony, bardziej takie techniczne. Sano zaczęło produkować pasze bez użycia GMO od kwietnia tego roku. Weszliśmy również w certyfikację VLOG i spotkaliśmy się z takim zjawiskiem, że część mleczarni, która produkuje już mleko w oparciu, czy przetwory mleczarskie produkuje w oparciu o mleko od krów żywionych bez GMO, stworzyła tak zwane listy referencyjne, czyli żeby sprzedawać tym hodowcom produkty, bo musimy za to płacić. Ja chciałem poznać właśnie stanowisko ministerstwa w tej sprawie, jak również doświadczenia gości z Niemiec i z Austrii. Czy takie rzeczy się zdarzały i czy tak powinno to wyglądać? Dziękuję. To jest dla mnie bardzo trudne zagadnienie, ponieważ ja musiałabym zasięgnąć tak naprawdę języka ludzi, którzy odpowiadają za sektor paszowy i za przepisy paszowe. Na pewno proszę nie oczekiwać ode mnie w tym momencie wiążącej odpowiedzi, ponieważ jestem zupełnie nieprzygotowana na taką okoliczność. Przepraszam. Ale sprawa jest ważna, istotna, ponieważ no, to jest pewne ograniczenie. To jest pewne ograniczenie, dość istotne. I myślę, że na pewno takie zjawiska mogą się pojawiać, jeżeli nie przy produkcji paszowej, to za chwilę przy produkcji jakichś innych produktów, które gdzieś w łańcuchu do tego znakowania wolno od GMO będą wykorzystywane. Pytanie właśnie o prawo do korzystania z... Chcielibyśmy uniknąć takich manipulacji, nadużyć, krótko mówiąc.
to może ja może nie odpowiem, natomiast wracając do Pana pytania, z tego co ja pamiętam, jak były tworzone, powiedzmy, jak mleczarnie zaczynały szukać, powiedzmy, materiałów paszy oznakowanej jako non-GMO, z tego co ja pamiętam, to zgłosiło się bardzo szeroki zakres, bardzo duża liczba podmiotów, które zaczęła oferować dla firm mleczarskich swoje produkty oznakowane jako non-GMO. I z tego co ja pamiętam, to firmy mleczarskie, kontrolując niejako produkty, które dostawały do żywienia tych krów, po prostu częściowo odrzuciły, tak ja słyszałem, odrzuciły część dostawcy ze względu na zanieczyszczenia, że po prostu te pasze nie spełniały norm, czyli miały zawyżone zanieczyszczenia i oni doszli do wniosku, że te firmy po prostu nie są w stanie poradzić sobie z taką produkcją. I z tego się chyba wzięły te listy referencyjne, czyli listy dla rolników, które mówiły, dobra, te firmy mamy sprawdzone, te firmy na pewno robią non-GMO, kupuj od nich, bo wtedy jesteśmy pewni tego produktu, tak? Natomiast i tutaj nie wiem, na ile jest to prawnie zgodne czy niezgodnie tak naprawdę. Myślę, że to jest taka opcja. Natomiast opłata za to, żeby móc wejść w taki system, no to już tu prawnie trzeba by było sprawdzić, no to ja też nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć. Nie wiem, czy to nie ma się tak samo jak z tak zwaną opłatą bułkową w hipermarketach, tak? Czy to nie należy to zakwalifikować jako to? Natomiast no, nie jestem z tym specjalistą, więc nie chciałbym się wypowiadać, aczkolwiek no, jest to dla mnie trochę dziwne, że ktoś w ten sposób postępuje. Nie? Natomiast mówię, z tymi firmami referencyjnymi, no to było to, że na początku były po prostu duże problemy z jakością produktu tej paszy, która była oferowana jako non-GMO przy sprawdzaniu, czy to rzeczywiście jest non-GMO, czy nie. No tak, ale jak teraz na przykład posiadamy certyfikację Paulo? To teoretycznie powinniście każdy rolnik, który kupił taką paszę z takim oznaczeniem, do każdej firmy, która teoretycznie dostarczając paszę, że kupił z certyfikatem, że to jest non-GMO, moim zdaniem powinno być zakwalifikowane. Bo to jest problem tego, że właśnie nie ma ustawy, nie ma systemu, tak? Który by ujednolicał i wszyscy by byli równi według prawa, tak? I tutaj nie byłoby tego problemu. Póki nie mamy, no jest to cały czas jakaś taka trochę wolna amerykanka. Dziękuję panu za odpowiedź, za wyjaśnienie, bo to jest naprawdę bardzo istotne, bo w momencie, kiedy firma posiada certyfikację takich właśnie organizacji jak VLOG, no to uważam, że jest to certyfikacja poważniejsza niż nawet badanie wewnętrzne mleczarni, no bo po prostu są to specjaliści, krótko mówiąc. Też tak uważam. Niech pan dobra, czy pan pobiera opłaty. Znaczy, no to... Nie. Ale nie wiem, co się zapytać. Dajmy gościom. Ale ich bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe, aber ich wollte nur klarstellen, dass der VLOG bei einer Zertifizierung auf jeden Fall keine Vorgabe macht, jetzt zum Beispiel bei einer Molkerei, dass sie mit solchen Referenzlisten arbeitet. Es gibt Molkereien in Deutschland auch, die ihren Landwirten Empfehlungen geben. Sie können aus meiner Sicht, also in Deutschland, rechtlich den Landwirt nicht verpflichten, bei einem bestimmten Lieferanten zu kaufen, aber sie können es ihm empfehlen. Und natürlich, wenn der Futtermittellieferant des Landwirtes die Auflagen nicht einhält, dann erfüllt der Landwirt seinen Vertrag nicht, den er mit der Molkerei geschlossen hat. Aber das ist auch in Deutschland immer ein heißes Thema, aber dass man dafür zahlen muss, auf eine solche Liste zu kommen, das ist mir neu. Also das gibt es zumindest in Deutschland nicht. Finde ich jetzt auch nicht sehr, sehr sinnvoll. Aber dazu weiß ich jetzt einfach auch zu wenig zu dem Praxisbeispiel, was da genau dahinter steht. Ich darf hier vielleicht das Beispiel aus Österreich erläutern. Da gab es am Anfang auch einen freien Markt und dann hat vor ungefähr 10 Jahren eine der Kontrollstellen die Initiative ergriffen und eine Datenbank installiert, die heißt infoxgen.com. Und hier gibt es eine eigene Datenbank für zertifizierte gentechnikfreie Futtermittel für alle Produktionsbereiche. Das hat sich im Laufe der Zeit hervorragend entwickelt. Es ist kein verpflichtender Eintrag in diese Liste notwendig, aber praktisch alle
Futtermittelhersteller lassen ihre gentechnikfreien Futtermittel auch in diese Datenbank eintragen, weil sich in der Praxis gezeigt hat, es ist für die Landwirte die allereinfachste und allersicherste Methode, wenn sie sagen, okay, für die Produktion meiner Milch oder meiner Eier wähle ich mir ein zertifiziertes Futtermittel aus dieser Liste aus. Es gibt manche Molkereien, die so wie in Ihrem Beispiel auch explizit von ihren Landwirten verlangen, dass ausschließlich Futtermittel verwendet werden, die in dieser infoxgen.com-Datenbank gelistet sind. Aber das ist von Molkerei zu Molkerei unterschiedlich, je nachdem, wie halt die Vereinbarungen mit den Landwirten sind. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das für die Anwendung in der Praxis eine enorme Erleichterung, wenn es eine Liste oder eine Datenbank gibt, wo man die Futtermittel oder auch andere Zusatzstoffe findet, die einem eine wirklich gentechnikfreie Produktion ermöglicht. Auf dieser Datenbank sind nicht nur die zertifiziert gentechnikfreien Futtermittel zu finden, sondern zum Beispiel auch im Bereich der Zusatzstoffe sehr viele Quellen aufgelistet, wo es gentechnikfrei zertifizierte Zusatzstoffe in unterschiedlichen Bereichen gibt. Also ich denke, das ist in der Praxis eine sehr große Hilfe. Und ja, die Aufnahme in diese Datenbank kostet auch etwas, aber der Nutzen, den man daraus erzielen kann als Hersteller, dass man halt in der übersichtlichen Datenbank auch enthalten ist, der überwiegt diese Kosten bei Weitem. Dzień dobry, Sebastian Ciach, firma Decla Certification. Myśmy już ponad rok temu jako firma wydali taki pierwszy certyfikat VLOG w Polsce i tutaj w kontekście Pani pytania chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że rozwiązaniem problemu, jaki narzuciła ta inspekcja, jest właśnie certyfikacja, wtedy przez takie działanie inspekcja nie może domagać się wykonywania 500 badań za jakieś ogromne pieniądze. Chyba znaczy, trzeba udowodnić chyba winę, tak, a nie panie, trzeba mieć na miejscu producenta udowadnić, że jest się niewinny. Natomiast pytanie mam do Pani Małgorzaty Woźniak. W kontekście tego dzisiejszego tematu, jak tak dla jednolitego znaku, czy ten znak rzeczywiście będzie jednolity, bo Pani wspominała o tym, natomiast czy będzie jednolity, czy pojawi się jakiś rejestr tych znaków dopuszczonych, a jeżeli będzie ich wiele, to czy w tym kontekście nie obawiają się Państwo, jak to nazwać, takiego handlu samymi prawem, albo może samymi znaczkami, a nie też rzeczywistego spełnienia wymagań w braku takiego rzeczywiście składników GMO w produktach? Na chwilę obecną przewiduje się, że to będzie jeden znak określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast producenci, którzy w tej chwili mają własne znaki, będą mieli okres przejściowy na zmianę opakowań, etykiet. Licencjonowany w jakiś sposób? Licencjonowany, jakieś opłaty za niego? Nie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Dazu vielleicht auch noch eine aktuelle Ergänzung. Es läuft jetzt in vielen osteuropäischen Ländern, ausgelöst auch durch die Initiative von Donausoja bzw. durch den gemeinsamen Donauraumstandard, das Projekt ein einheitliches Zeichen zumindest für die Donauraumländer zu entwickeln, dass dort die Gentechnikfreiheit mit ein einheitlichen Zeichen kommuniziert wird. Das sind im Augenblick Kroatien, Bosnien, Serbien, Kosovo, Montenegro daran interessiert und auch Ungarn, die schon vor etwas mehr als einem Jahr eine eigenständige Regelung erarbeitet haben und überlegt haben, ein eigenes Zeichen zu entwickeln, denken jetzt darüber nach, ob nicht das Zeichen, das im Donauraum zur Verfügung gestellt wird, auch in Ungarn verwendet werden soll. Und ich denke, so eine Entwicklung, dass in einem größeren regionalen Raum, wo es ja auch viel bilaterale Handelsbeziehungen
gibt es in Richtung eines einheitlichen Zeichens gedacht wird, ist wichtig und spannend und ich denke eine essentielle Perspektive auch für die Entwicklung in den nächsten Jahren. Żeby jeszcze dodać w uzupełnieniu do Floriana, było 2 właśnie listopada, co to już też zresztą było powiedziane, właśnie spotkanie krajów z grupy naddunajskiej, można tak powiedzieć, odnośnie właśnie i standardu i tego jednolitego znaku. Tutaj jeszcze nie tylko Węgry, ale teraz tak naprawdę akurat też współpracuję ze Słowacją i Słowacja też jest bardzo zainteresowana tym jednym znakiem, bo oni też przygotowują swój własny system, jeżeli chodzi o znakowanie. Więc tak naprawdę może być więcej krajów zainteresowanych. No tak jak to było wspomniane, jeżeli chodzi o jednolity znak dla rolnictwa ekologicznego, dla całej Europy, to uprościło wszystkim życie. Myślę, że w kontekście rozwoju produktów oznakowanych jako non-GMO, bo w tym kierunku Europa idzie i będzie się rozwijało i to nie ma co gdybać, czy będzie, czy nie będzie. Takie ujednolicenie pewnie w jakimś tam okresie czasu nas czeka, tak? Im szybciej by się to udało, tym by było lepiej, bo było dla rynku, by było lepiej dla wszystkich uczestniczących w tym. Natomiast na ile szybko da się to zrobić, no zobaczymy. Pracę tutaj w tej Europie Środkowej, także przy współpracy z obiema organizacjami, tutaj z Niemiec i z Austrii, bo działają. O, tutaj Florian pokazuje ten znak, który jest przygotowany. Oczywiście ta zielona wersja jest do oglądania, nie czarna. Także też taka dość prosta, jasna mowa, że tak powiedzmy, do czego to dotyczy. Więc no zobaczymy, no ja jestem optymistą co do tego, że jeżeli uda się zacząć tutaj w tych krajach naddunajskich, no to samoczynnie pójdzie już na resztę Europy i wtedy myślę, że też Komisja Europejska może dojdzie do wniosku za parę te lat, no to jak wszyscy już prawie są prawie w jednym systemie, no to może to skodyfikujmy już centralnie i będziemy mieli problem z głową. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Andrzej Danielak, Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu. Ja chciałbym się dopytać pana Hastingsa. Podał pan informację dotyczącą importu soi przez Niemcy w kwocie 4,5 miliona ton. Chciałbym się dopytać, czy jest to soja w całości non-GMO, czy to jest zróżnicowane dostawy do Niemiec, bowiem z tego co wiemy, no braki, bardzo poważne braki w dostępie do soi niemodyfikowanej powodują to, że te towary oznakowane GMO, non-GMO osiągają przewagę konkurencyjną w sensie lepszej ceny najczęściej. I konsumenci wtedy chcąc korzystać, wybierając produkty non-GMO bardzo często, bo są takie przykłady, no troszeczkę drożej płacą za swoje zakupy. Dziękuję i poproszę o odpowiedź. In Deutschland werden etwa 4,5 Millionen Tonnen Sojaschrot verfüttert insgesamt. Gentechnisch verändert und gentechnisch frei. Und von diesen 4,5 Millionen Tonnen sind etwa 25% bis 30% gentechnisch frei. Sie haben das Thema der Verfügbarkeit angesprochen. Das ist natürlich immer wieder auch seit Beginn der ohne gentechnisch Kennzeichnung ein Thema gewesen. Immer wieder wird unterstellt, dass keine ausreichende Menge an gentechnisch unverändertem Soja auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehen würde. Und da muss man ganz klar sagen, das hat sich bisher nicht bewahrheitet. Die Produzenten sowohl in Europa als auch in Übersee kennen auch die Marktwirtschaft und kennen das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage nach gentechnisch freiem Soja oder auch anderen Eiweißfuttermitteln steigt, dann wird es auch ein Angebot geben. Das sichern uns auch immer wieder auch die Produzenten in Brasilien zu. Also ich habe keine Angst davor, dass die Nachfrage nach gentechnisch freien Futtermitteln steigt. Ich habe eher die Sorge, wenn der Marktanteil zu klein bleibt,
dass dann nicht, dass er nicht attraktiv genug ist für Produzenten, dafür zu produzieren. Aber ich glaube, es hilft dem Gesamtsystem und wird auch mittelfristig die Preise für genschnittfreie Soja eher senken, wenn wir eine größere Nachfrage haben und die, der Stoffstrom für genschnittfreie Ware größer wird, weil dann wird es auch leichter sein, die genschnittfreie Qualität aufrechtzuerhalten, als wenn wir nur einen kleinen Marktbereich haben, der genschnittfrei ist. Vielleicht als Ergänzung dazu, es gibt je nach Ernteergebnis in Brasilien zwischen 8 und 12 Millionen Tonnen Gentechnik freier Soja, also mehr als aktuell auf den Weltmärkten verkauft werden kann. Und es gibt interessante Entwicklungen in Europa über das Donausoja-Projekt, wo auf einer Perspektive der nächsten 10 bis 15 Jahre der Sojaanbau in gentechnikfreier Qualität in Europa forciert werden soll. Manche Berechnungen, die man sicher mit Vorsicht genießen muss, ist, dass bis zur Hälfte des europäischen Sojabedarfs langfristig auf europäischem Boden wachsen kann. Also hier ist eine Perspektive, dass die Verfügbarkeit wachsen wird. Auch in Indien nimmt der Anteil an gentechnikfreier Soja zu. Und Indien hatte in der Vergangenheit immer wieder Qualitätsprobleme mit der Sojaproduktion, aber hier wird auch daran gearbeitet. Also wenn die Nachfrage in Europa entsprechend groß ist und auch entsprechend klar signalisiert wird, dann ist es auf absehbare Zeit ganz sicher kein Problem, den europäischen Bedarf abzusichern. Und ich möchte hier an dem Punkt ein sehr interessantes Beispiel nennen, einer großen europaweit agierenden Handelskette, deren Namen ich jetzt bewusst nicht nenne, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren sukzessive ihr kompletten Fleischbedarf auf gentechnikfreie Fütterung umstellen möchte und die bereits jetzt in diesem Jahr Vereinbarungen mit brasilianischen Sojafarmern getroffen hat, dass diese Farmer sich über die nächsten 2 Jahre sowohl von der Quantität her, als auch von der Qualität der Soja und von der Qualität der Rückverfolgbarkeits- und Qualitätssicherungssysteme darauf vorbereiten können, um dann eine garantierte Abnahme ihrer Produkte durch diese europaweit agierende Handelskette zu haben. Und ich denke, das sind Modelle, die in jedem Fall sehr zukunftsfähig und zu empfehlen sind. Jeszcze kwestie uzupełnienia tego pytania odnośnie dostępności produktów. Tutaj też bardzo często w Polsce o tym rozmawialiśmy w kontekście naszego zakazu importu i co się stanie, jeżeli wprowadzimy ten przepis w życie, czy go w ogóle wprowadzimy i tym podobne, skąd weźmiemy produkt. Proszę pamiętać o tym, że Europa też bardzo szybko rozwija uprawę soi. Tutaj na dzień dzisiejszy za 2017 podajemy, że w Europie zebraliśmy około 8,8 miliona ton soi w Europie. Czyli licząc od Uralu, kończąc na Hiszpanii. Z tego szacujemy, że około powiedzmy 60% to jest non-GMO, bo tutaj jak wszyscy wiemy największym producentem jest Ukraina, która bardzo mocno, szczególnie część firm, bardzo mocno rozwija się w kierunku przygotowywania właśnie non-GMO soi na rynek Europy Zachodniej tak naprawdę i to jest tak naprawdę w skali Europy, no Ukraina jest tym takim oczkiem w głowie, o którym musimy pamiętać, że to jest taki substytut powiedzmy tej Brazylii, Argentyny, tak? Nie musimy czekać miesiąc czy 2 miesiące na statek stamtąd, skoro możemy szybciutko przewieźć tą soję tutaj z Europy. Natomiast wszystkie te działania tutaj w Europie i na całym świecie też zmienia się podejście coraz bardziej. Czasami niektórzy się śmieją, że Stany Zjednoczone zaczęły importować soję. Tak, jeszcze 3 lata temu ktoś by powiedział, że to jakiś żart,
Ale nie, no już w tym roku Stany Zjednoczone zaczęły importować, bo się okazało, że muszą importować z Brazylii soję non-GMO, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma. A rynek chce. Kolejny bardzo symptomatyczny przykład jest, że w Stanach Zjednoczonych jeden z potentatów, jeżeli chodzi o handel soją, czyli firma Cargill, ustawiła program dla swoich klientów soja non-GMO. Tak, Cargill w Stanach Zjednoczonych. To był kolejny taki zderzenie ze ścianą dla pewnych osób, że coś jest nie tak. A właśnie jest tak, bo świat zmienia się. Tutaj było wspomniane, że Indie też teraz coraz mocniej idą w non-GMO. Zresztą Indie miały z całym GMO bardzo dużo problemów i także z innymi roślinami. Ale też w tym roku była podana informacja bardzo, bardzo, bardzo ciekawa z Chin, że największa chińska prowincja, w której zapomniałem jak ona się ona nazywa, zapomniałem jak się nazywa, w której uprawia się najwięcej soi w Chinach, ogłosiły władze stanowe, że od przyszłego roku jest non-GMO, tak, że będą uprawiali tylko soję non-GMO. Także tendencje do uprawy, do wzrostu areału produkcji soi non-GMO są na całym świecie, więc tutaj naprawdę nie musimy się za bardzo obawiać tego, że tego produktu może zabraknąć. Ewa Sufinczak, Mar Fundacja Strefa Zieleni. Ja mam pytanie, czy ten cały ruch na rzecz labelizowania bez GMO to był niezależny od ogólnego ruchu na rzecz transformacji ekologicznej i zmiany sposobu uprawy w kierunku agroekologii, odchodzenia od rolnictwa przemysłowego w kierunku rolnictwa bardziej zrównoważonego, czy to jest powiązane z tym całym ruchem? Czy to jest, są jakieś mosty między tym? Absolut, Sie haben recht. Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit anderen Nachhaltigkeitsthemen und auch in Deutschland, bevor sich irgendein Unternehmen für das Thema interessiert hat, war es die Zivilgesellschaft, waren es Umwelt- und Verbraucherschutzverbände, die das Thema nach vorne gebracht haben und auch über Jahre versucht haben, die Politik davon zu überzeugen, eine ohne Kennzeichnung einzuführen. Und die Unterstützung der ohne Kennzeichnung ist in Deutschland auch einer der Erfolgsfaktoren. Die Unterstützung durch die Verbraucher- und Umweltschutzverbände ist einer der Erfolgsfaktoren für die ohne Kennzeichnung in Deutschland. Hier haben wir immer sehr viel Rückendeckung bekommen und die Gesamtentwicklung hin zu einer nachhaltigeren und ökologischeren Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion unterstützt letzten Endes auch die Nachfrage nach ohne-genetischen Produkten. Absolut. Ich verrate Ihnen jetzt ein kleines Geheimnis. In Österreich hatten wir, wie ja schon gesagt, von Anfang an die großen Umweltschutzorganisationen, den Bioverband und Konsumentenschutzverband in den Reihen der Plattform integriert. Und wir haben, wenn es darum ging, einen größeren Produktionsbereich umzustellen oder auch Veränderungsprozesse auf politischer Ebene oder wo auch immer zu initiieren, dann immer wieder mal uns abgesprochen mit den NGOs, dass diese auf der Straße oder vor den Unternehmen Widerstand erzeugen und damit der politischen Meinung Ausdruck verleihen und die AG Gentechnik als Plattform dann quasi die Lösungsmöglichkeiten anbietet. Also das funktioniert nur, weil es auch in Österreich so wie in Deutschland sehr, sehr wichtig war, dass das als gemeinsames Projekt der Bioorganisationen, Bauernorganisationen, Umweltorganisationen mit der Wirtschaft gesehen wurde. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie. Proszę. Zbigniew Szczęczak. Prosiłbym o wyjaśnienie tej zależności ekosoja, soja non-GMO i GMO z punktu widzenia glifosatu. Zaczynam się gubić w sumie, gdzie i kiedy ten środek, który uważam bardzo niebezpieczny, jest dopuszczony do stosowania.
Vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich Ihre Frage nicht ganz verstanden. Vielleicht müssen Sie es noch mal kurz ergänzen. Generell war die Frage zu dem Verhältnis von Glyphosat und der Genschickproduktion und der genschickfreien Produktion. Also die Glyphosat ist oft ein Synonym für die Genschnittproduktion, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass Glyphosat nicht nur im Genschnittanbau Einsatz findet. Aber die genschnittveränderten Pflanzen, insbesondere die genschnittveränderten Sojabohnen, sind so verändert, dass sie nur mit einer Anwendung von Glyphosat ordnungsgemäß funktionieren. Also hier haben wir eine direkte Kopplung des Genschnicksaatgutes und der Anwendung von Glyphosat. Daher ist es schon auch berechtigt, wenn sehr oft in der öffentlichen Diskussion diese zwei Themen zusammengefasst werden. Es ist ganz klar, der Gentechnikanbau weltweit hat zum stärkeren Einsatz von Glyphosat geführt. Das ist ganz, ganz unumstritten. Aber wie gesagt, selbst mit einer Abschaffung des Gentechnikanbaus würde es wahrscheinlich immer noch Glyphosat geben. Da gibt es, aus Glyphosat gab es auch, bevor es Genschnittpflanzen gab. Aber das Anwendungsgebiet hat sich natürlich enorm erweitert, weil ich Glyphosat jetzt auch in die Kultur spritzen kann und nicht nur vor Aussaat oder nach der Ernte einsetzen kann. Von daher jetzt spreche ich gar nicht mehr nur als Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, sondern generell als Person, die sich für eine nachhaltige Landwirtschaft interessiert, ist aus meiner Sicht, dass dieses Anbausystem mit einem Totalherbizid sicherlich alles andere als erstrebenswert. Und leider hat meine Regierung gestern dazu beigetragen, dass die Zulassung für Glyphosat um weitere 5 Jahre verlängert wurde. Leider wurde ich hierzu nicht konsultiert. Jeszcze pokrótce. Soja ekologiczna jest to soja, która jest uprawiana pod tak naprawdę pod rygorem rolnictwa ekologicznego, czyli bez użycia chemii. Soja non-GMO jest to soja, która są to odmiany soi, które nie podlegały manipulacji genetycznej. Soja GMO jest to soja, która podlegała inżynierii genetycznej i są te specjalne odmiany. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten no są bardzo proste zasady. Przy czym Europa jest wolna, jeżeli chodzi o soję, jest zakaz uprawy jakiejkolwiek odmiany genetycznie modyfikowanej, więc można przyjąć, że wszystkie prawidłowe uprawy w Europie są non-GMO. W Unii Europejskiej, tak, no patrząc jeszcze na inne kraje też, Ukraina też mają zakaz uprawy, aczkolwiek no u nich to tam akurat czasami różnie bywa, jeżeli chodzi o wykonanie prawa, tak, i Mołdawia, no to są takie delikatne tematy. Natomiast generalnie w Unii Europejskiej nie ma dopuszczonej żadnej odmiany genetycznie modyfikowanej. W Unii Europejskiej jest tylko dopuszczona jedna kukurydza MON 810 jako możliwość uprawy genetycznie modyfikowanej rośliny. Są jeszcze jakieś pytania? Dobrze, to zmierzamy ku końcowi. Ja powiem szczerze, jestem usatysfakcjonowany. I chciałbym teraz Państwu oddać głos, ostatni głos. Nie wiem, refleksja, podsumowanie na koniec. Pani z ministerstwa, jedyna nasza pani dzisiaj w panelu, proszę pierwszy. No cóż, myślę, że sporo roboty przed nami tak naprawdę. To taka moja pierwsza konkluzja i myśl, która zresztą towarzyszy mi już od dłuższego czasu, bo materia, o ile oczekiwana i niewątpliwie bardzo ciekawa, to bardzo trudna, ponieważ dopiero jak zaczyna się wchodzić w szczegóły, w detale,
a tu na podstawie pytań zadawanych przez Państwa już wyczuwało się pewne niuanse, które no, bardzo ważne, bardzo istotne. Nie da się wszystkiego w przepisach prawa uregulować. To jedna jest taka prawda obowiązująca. Ta litera prawa, ona będzie obowiązywała wszystkich w chwili, kiedy prawo zostanie przyjęte, natomiast no, bardzo istotna jest później edukacja i współpraca. Tam, gdzie się da, korzystanie z dobrych wzorców. Także no, właściwie chyba na tym powinnam zakończyć tą moją wypowiedź, ponieważ no, przede mną, jako przed urzędnikiem, który się tą sprawą zajmuje, jeszcze będzie bardzo dużo pracy. Myślę, że bardzo wiele spotkań gdzieś jeszcze będziemy się mieli okazję nie raz i nie dwa spotkać, ale no, życzyłabym sobie, żeby gdzieś na finiszu można było powiedzieć, że to jednak była dobrze wykonana praca. Dziękuję. Ich hoffe, dass wir bei den nächsten Konferenzen in den nächsten Jahren noch viele weitere Länder mit in der Runde begrüßen dürfen, die eine ohne gentechnische Kennzeichnung haben. Und da finde ich es sehr lobenswert, dass Polen sich jetzt auf diesen Weg macht, eine solche Verordnung zu verabschieden. Ich hoffe sehr stark, dass wir in Zukunft nicht mehr so stark die Differenzen zwischen den einzelnen nationalen Regelungen hervorheben müssen, sondern dass wir diese ganze Energie, die das auch kostet, diese der Harmonisierung und des Vergleiches und der Überwindung von Unterschieden, dass wir diese Energie einsetzen können in die Ausweitung der gentechnikfreien Produktion insgesamt. Von daher mein Plädoyer ganz klar: müssen wir vor Augen haben, eine Harmonisierung der Kriterien, der ohne gentechnische Kriterien und idealerweise sicherlich auch eine Harmonisierung der Kennzeichnung. Und da steht auch der Flock nicht im Wege. Wir kleben nicht an unseren Zeichen oder an unseren Kriterien. Wichtig ist, glaube ich, das inhaltliche Ziel, dass wir die ohne gentechnische Produktion in Europa stärker vorantreiben. No, może ja na koniec. Florian. Ja, meine Conclusio geht eigentlich in die gleiche Richtung wie die von Alex Histing. 10 Jahre lang waren wir in Österreich so das kleine gallische Dorf, wenn Sie sich an die Asterix-Geschichten erinnern, die Widerstand gegen die Gentechnik geleistet haben. Ich bin sehr, sehr froh, dass das in den letzten Jahren anders geworden ist und hier ganz offenkundig die Gentechnikfreiheit zu einem zentralen europäischen Thema wird, wo mehr Länder sich anschließen. Und ich denke, es ist uns gelungen, bei einer Konferenz letztes Jahr in Wien, wo die sogenannte Vienna Declaration verabschiedet worden ist, die explizit aufruft im Bereich der gentechnikfreien Kennzeichnung zu einem gemeinsamen europäischen Zugang zu führen, dass wir hier einen Auftakt setzen konnten zu dem dringend notwendigen Prozess, hier wirklich nicht nur in den einzelnen Ländern, sondern auch über die Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten und der europäischen Lebensmittelproduktion damit eine gentechnikfreie Zukunft zu ermöglichen. Ich darf Ihnen gerne hier diese Vienna Declaration, die damals von allen Kennzeichnungsverbänden, von allen europäischen und auch von der österreichischen Gesundheitsministerin und dem österreichischen Landwirtschaftsminister, die sich die Verantwortung für die Gentechnik in Österreich teilen, unterzeichnet worden ist, so quasi als Appell an die europäische Gemeinschaft hier zusammenzuarbeiten in Richtung einer Harmonisierung der Gentechnikfreiheit. Proszę Państwa, ja na koniec może wrócę, powiedzmy, do takiego rdzenia tej całej naszego spotkania tak naprawdę i wrócę do samego oznakowania.
musimy pamiętać, mówiąc o całej tej dyskusji, o znakowaniu, to co tutaj my cały czas podkreśliliśmy, że systemy, mimo że w różnych krajach są różne, one dążą do jednego, powiedzmy, zharmonizowanego celu odnośnie określenia produktów jako takich, ponieważ jest to związane z bardzo dużym bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o producentów. To oznakowanie tak naprawdę nie jest wyjściem przeciwko komuś. Tak naprawdę. My oznakowaniem nie walczymy z nikim, ani z niczym. My tylko dajemy, tak naprawdę musimy mieć tą świadomość, dajemy szansę konsumentom mieć pewność, że kupuje taki produkt, jaki chce. Tak? To tak samo jakby powiedzieć, że dlaczego możemy oznakować produkty ekologiczne. No to teoretycznie te produkty konwencjonalne są gorsze, tak? No nie są gorsze, prawda? Ale dajemy ludziom świadomość, że mogą sobie wybrać albo kupić taki produkt, albo kupić sobie taki produkt. Ponieważ takie oznakowanie zostało wprowadzone, są systemy, które certyfikują, czyli potwierdzają dla konsumenta, że to jest na pewno tak i nikt go nie oszukuje. Tak samo jest z oznakowaniem tym GMO i tak musimy to tak naprawdę rozumieć. Tym bardziej, że takie są tendencje i tutaj nie mówimy tylko, czy to jest GMO, czy nie GMO, czy ekologiczne, ale to, co już wielokrotnie w różnych spotkaniach powiedziałem, że tak naprawdę klient jest teraz tak naprawdę i marketing do klienta jest oparty na bez, w słowie bez. Mamy bez laktozy, bez glutenu, bez cukru, bez konserwantów, bez glutaminianu. Wszystkie są produkty bez czegoś. I tak naprawdę w to bez GMO też się gdzieś wpisuje w tą linię, tak? Konsument szuka jakichś innych produktów, albo rynek, chcąc zwiększyć swoją, jakby to powiedzieć, przewagę konkurencyjną, stara się spełnić zapotrzebowania klienta. I ta ustawa ma tylko na celu to, żeby klient, kupując produkt, który będzie miał znaczek bez GMO, tak, że nie było używane żaden produkt genetycznie modyfikowany w tym, że daje pewność klientowi, że tak jest naprawdę. Nic więcej. To nic więcej nie interesuje. Nie mówi, czy coś jest lepsze, czy jest gorsze, czy jest mniej szkodliwe, czy jest bardziej szkodliwe. Tak? O tym to nie mówi. To tylko potwierdza własność danego produktu, że jest wyprodukowany według pewnych standardów. I tylko to. I w ten sposób musimy rozmawiać o tej ustawie tak naprawdę, bo w tym momencie przechodzimy na wyższy poziom i nie musimy dyskutować o rzeczach, które są dzielą społeczeństwo, a tutaj mówię o roślinach genetycznie modyfikowanych. Także nie mówmy, że to jest przeciwko czemuś, tylko że to daje wybór tak naprawdę i to jest ta esencja i myślę, że o tym musimy pamiętać, analizując tą ustawę. Dziękuję. To ja jeszcze powinienem zakończyć, ale przypomniało mi się pytanie, które dostaliśmy na Facebooku i które proszono mnie o to, żebym je zadał na tej debacie. Pytanie dotyczyło kwestii, jeden z internautów pytał, dlaczego wprowadzać dodatkowy znak bez GMO, kiedy w ten sposób narzucać producentom dodatkowe wymogi, kiedy można by było wymagać mocniej, żeby wszystkie produkty z GMO były prawidłowo, dobrze oznakowane. To można odpowiedzieć w ten sposób, że wszystkie produkty z GMO są prawidłowo oznakowane, bo podlegają pod restrykcje prawa europejskiego i każdy produkt roślinny, który zawiera w sobie organizmy genetycznie modyfikowane, jest według tego prawa określony i musi producent go wykazywać. Tutaj nie można powiedzieć, że jest źle oznakowany. Natomiast tu jest kolejna rzecz, którą właśnie trzeba powiedzieć. Bo oznakowanie, że coś jest wolne bez czegoś, które jest deklaratywne i jest, to nie jest narzucone tak naprawdę, bo firma może tak oznaczyć, ale nie musi. Natomiast to jest tak zwane oznakowanie, ja to określam jako pozytywne, tak? Natomiast jakbyśmy kazali oznakowywać, tak jak w moim przypadku roślin, że to jest teoretycznie negatywne, bo pokazujemy coś, że ten producent musi wykazać, że to stosuje, tak? To tak jakby kazać producentom, że stosuje duży napis, że stosuje na przykład benzoę San Sodo albo coś takiego. No wiadomo, że to jest takie niezbyt dobre. Więc tutaj ten sposób oznakowania jest tym takim pozytywnym, właśnie nie występujący przeciwko czemuś, tak? Tylko że mówiący, masz możliwość oznakować, jeżeli tak to robisz, tak?
Więc tutaj dlatego jest to lepsze rozwiązanie niż nakazowe, że na przykład to musi być oznakowane jako, że jest używany dany środek w tym typie, w procesie technologicznym. Dziesiątki takich rzeczy można by wypisać. No dokładnie, to można by było zrobić tego, dlatego tak jest łatwiej, tak? I tak jest to takie pozytywne, ten, że można się wykazać, ale nie trzeba, bo nie wszyscy przecież wejdą w ten system, tak? Bo nie każdy będzie chciał, nie będzie chciał w tego wchodzić. Natomiast jakbyśmy nakazali wszystkim, którzy stosują w tym oznakować, no to by było moim zdaniem akurat błędne. In Ergänzung, die europäische Kennzeichnungsverordnung für gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel schließt tierische Produkte aus von der Kennzeichnung und es gibt schlicht und einfach auf europäischer Ebene keine Mehrheit, dieses Gesetz zu ändern. Das ist die Antwort irgendwie auf die Frage, über Facebook reinkam. Und wir stehen eigentlich nur vor der Wahl, entweder den Status quo zu behalten, also tierische Produkte sind nicht gekennzeichnet, auch wenn die Tiere mit Gentechnik gefüttert wurden, oder wir haben eine freiwillige ohne Gentechnik-Kennzeichnung. Diese andere Option gibt es leider derzeit nicht. Vielleicht auch noch eine Ergänzung. Es gibt meines Wissens kaum ein Lebensmittel, das nach der EU-Kennzeichnungsverordnung als enthält Gentechnik auch tatsächlich gekennzeichnet ist. Es gab einmal, das ist jetzt schon einige Jahre her, von Nestle ein Produkt, der berühmte Butterfinger. Das war ein Keksprodukt, der ausgezeichnet war mit dem Hinweis, enthält Gentechnik. Nach einem halben Jahr hat Nestle dieses Produkt europaweit aus den Regalen genommen, weil kein Mensch es kauft. Das Problem ist, dass der absolute Löwenanteil der gentechnisch veränderten Produkte nicht in Lebensmittel geht, sondern einerseits in die Futtermittel, wo er, wie wir gehört haben, nicht gekennzeichnet werden muss, und andererseits in die Entwicklung von Zusatzstoffe, Zutaten, Enzyme, wo es auch nicht gekennzeichnet werden muss. Und hier ist auch unter Einschätzung der politischen Situation in der EU nicht zu erwarten, dass diese beiden großen Lücken in der EU-Kennzeichnungsverordnung geschlossen werden könnten. Dazu ist die Kraft und der Einfluss der Lobbyvertreter der Gentechnikindustrie und der gentechnisch produzierenden Länder in Brüssel einfach viel zu groß. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję za przybycie, przede wszystkim uczestnikom i gościom z zagranicy. Liczę na to, że to będzie też cenny głos, dzisiejsze wydarzenie w refleksjach i w rozważaniach, które mają miejsce w tej chwili w Ministerstwie Rolnictwa. I czekamy na drugi projekt ustawy o oznakowaniu wolnym od GMO, a jednocześnie chciałbym się bardzo, cieszę się bardzo, że padła tutaj deklaracja, że będzie jednak propozycja jednolitego znaku, co jest, myślę, już dużym sukcesem. Bardzo dziękuję Państwu i zapraszam na obiad, na poczęstunek, który za chwilę będzie.